Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, das ist ein Format, was ich jetzt leider schon länger nicht gedreht habe, nämlich die Rache des Sub. Das ist ja ein Format, in dem ich mir die Neuzugänge-Videos aus dem letzten Jahr anschaue und dann gucke, welche Bücher ich davon schon gelesen habe und welche noch nicht. Und die ich noch nicht gelesen habe, kommen dann im Prinzip auf eine Leseliste für die nächsten 3 Monate. Und das haben wir zuletzt für den März gemacht. Jetzt heute ist schon der 5. Juli, was aber nicht ganz so schlimm ist, weil ich in Vorbereitung gesehen habe, dass ich sowieso, das letztes Jahr sind wir ja quasi im Juni hier in diese Wohnung gezogen und da habe ich eh kaum Videos gedreht und so weiter. Das heißt, für April haben wir noch ein reguläres Neuzugänge-Video und dann haben wir ein Video, wo die Neuzugänge von Mai bis Juli drin gezeigt werden. Das bedeutet, ich würde mir jetzt heute einfach diese 2 Videos anschauen, weil wir eben für Mai bis Juli eh nur ein Video haben und würde mir dann eben alles anschauen und würde dann quasi mir für alle diese Bücher, die jetzt in den beiden Videos von April bis jetzt eben vorkommen, dann eben diese 3 Monate Zeit nehmen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich habe mir das jetzt einfach so überlegt, um da so ein bisschen auch wieder den Rhythmus reinzubekommen. Und ich meine auch mich zu erinnern, dass von Mai bis Juli eh nicht so super viele Bücher bei mir eingezogen sind. Im April dagegen weiß ich, dass da noch ziemlich viele Bücher eingezogen sind. Ich hoffe, dass sich das so ein bisschen die Waage hält und ich fand das irgendwie eine ganz gute Lösung jetzt, um das Ganze aufzuholen, weil ich auch jetzt nicht so super viele Videos, die so ähnlich sind, drehen wollte. Ich habe gemerkt, jetzt im Juni kamen halt super viele Neuzugänge-Videos, weil ich die alle nachgedreht habe und das hat mir nicht so super gut gefallen. Deswegen habe ich gesagt, für die Rache des Sub möchte ich das ein bisschen anders lösen und packe das jetzt einfach alles in ein Video. Je nachdem, wie lang das wird, mache ich vielleicht 2 Teile draus. Mal gucken, ich glaube aber eher nicht, weil ich meine mich zu erinnern, dass das 2. Video, also Mai bis Juli, auch relativ kurz ist. Das habe ich schon wieder 2,5 Minuten erzählt. Ich würde sagen, wir setzen uns da an den Computer und schauen uns die Videos einfach mal an. So, wir starten rein. Gekauft Neuzugänge im April 2023. Und ja, wir sind immer noch die alte Wohnung, das alte Bücherregal im Hintergrund. Ich habe es jetzt auf 1,5 Geschwindigkeit wieder gemacht, damit es einfach nicht so lange dauert. Es sind 27 Minuten immerhin. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird. Wir starten einfach mal rein. Tatsächlich ein wenig eskaliert im April. Das klingt schon mal gut. Wenn ich sage, ich bin ein wenig eskaliert im April, da bin ich ja schon sehr motiviert, jetzt weiter zu gucken. 5 riesige Stapel hier nehmen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie viele Bücher insgesamt eingezogen sind. 5 riesige Stapel sind bei ihr, Vergangenheits-Janina, eingezogen. Happy Birthday. Sind allerdings, zu meiner Verteidigung muss ich gestehen, ich habe einige Reihen, die ich jetzt demnächst lesen möchte, wo mir aber Bände noch fehlen. Hatte ich mir einfach, ja, eben zur Vervollständigung einige Bücher gekauft, sind auch gebrauchte Bücher dabei. Ich war in der Bücherei, ich habe mir einiges auch neu zugelegt und ja, da das Video eh schon vermutlich super lang wird, würde ich sagen, wir reden gar nicht viel drum herum, sondern ja, ich fange direkt an. Ein Buch, was nicht auf meinen Sub gewandert ist, weil es ein Kochbuch ist, habe ich jetzt gerade hier in der Hand. Das hat mein Freund mir tatsächlich mit. Okay, ich glaube, das Kochbuch können wir mal skippen, weil das ist ja kein Subbuch. Ich gehe mal einfach weiter. Studium der Kulturwissenschaften im Bachelor ist da in 3 Teilbereiche aufgeteilt: Literatur, Wissenschaft, Geschichte und Philosophie. Und man muss quasi einen Hauptschwerpunkt und ein, ja, ich nenne es mal Nebenfach quasi, wählen. Und mein Hauptfach ist im Prinzip Literaturwissenschaft und das. Ach ja, ich habe damals noch an der Fernuni studiert, Kulturwissenschaften. Das tue ich mittlerweile nicht mehr. Ich weiß aber, dass da mehrere Bücher in dem Zusammenhang eingezogen sind, die man da als, also die Literaturliste habe ich mir da quasi zusammengestellt oder zusammengekauft für die Module. Ja, gucken wir mal. Weil es dieses Semester das erste Modul dran und ja, da muss tatsächlich einiges gelesen werden, was natürlich auch frei verfügbar ist, wenn man im Internet ein bisschen sucht. Ich bin aber auch ein Freund davon, Dinge einfach auf Papier zu lesen. Also ich lese nicht gerne auf meinem Computer und auch nicht gerne auf meinem Tablet. Auf dem E-Book-Reader funktioniert es gut, weil es da halt aber auch entsprechend aufbereitet ist. Aber einfach so irgendwie, ja, Texte auf dem Computerbildschirm zu lesen, ja, kann ich persönlich einfach nicht so gut. Deswegen habe ich mir viele der Bücher, die da jetzt eben für die verschiedenen Vorlesungen relevant sind, habe ich mir einfach zugelegt und die zeige ich euch jetzt einmal nur im Schnelldurchlauf. Das ist einmal von Jochen Vogt, Einladung zur Literaturwissenschaft.
Ja, das Buch habe ich noch, würde ich jetzt aber auch nicht zum Sub zählen. Ist halt ein Fachbuch, das würde ich jetzt sowieso nicht einfach so durchlesen. Ich meine, ich habe da ja auch was drin gelesen damals, aber ist jetzt für mich nichts für den Sub. Ist eben ein Fachbuch, was natürlich nicht auf dem Sub landet. Dann habe ich hier noch auch relativ langweilig das Basislexikon. Ja, auch kein Subbuch. Literaturwissenschaft von Uwe Spörr. Das ist ja auch nichts Spektakuläres. Da habe ich tatsächlich auch noch gar nicht reingeschaut. Das müsste ich mal tun. Dann habe ich hier tatsächlich Goethe. Johann Wolfgang von Goethe, Werke, Kommentare und Register, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Band 6. Ja, Goethe ist natürlich schon wieder so eine andere Geschichte. Also gelesen habe ich das natürlich nicht, aber ich habe es, glaube ich, auf Rido schon zu meinem Sub gezählt, tatsächlich. Wäre also faktisch ein Buch, was jetzt noch ungelesen ist. Roman und Novellen. Hier werde ich nämlich Das Leiden des jungen Werther drin lesen. Und zwar. Das Leiden des jungen Werther ist aber natürlich auch ein Buch, was hier auf diesem 99-Bücher-Plakat drauf ist. Also, das heißt, das Buch würde ich tatsächlich jetzt mal zum Sub zählen. Also faktisch ein Buch ungelesen. Genau in dieser Woche, wie es mein Notizzettel sagt. Ich finde die Ausgaben tatsächlich super cool. Ich überlege tatsächlich, ob ich die tatsächlich alle 14 sammeln soll, aber. Tu's nicht. Du wirst sie nicht alle 14 lesen. Also Band 6 habe ich und ich glaube, ich habe sogar noch eins. Also noch ein Band aus dieser Reihe, der kommt wahrscheinlich gleich. Die sind tatsächlich relativ teuer, leider. Dann habe ich hier noch als Reklamausgabe von Christian Morgenstern alle Geigenlieder. Ah, ging ein bisschen schnell. Alle Geigenlieder von Christian Morgenstern ist auch noch ungelesen, habe ich auch zum Sub gezählt. Also zwei ungelesene Bücher. Geigenlieder. Ebenfalls als Reklamausgabe Oden Oden von von FG. F.G. Klopstock. Auch zum Sub gezählt, auch noch ungelesen. Klopstock. Auch zugelegt habe ich mir da. Dada Zürich ist gelesen. Wann habe ich das denn gelesen? Jetzt vor kurzem, März, April, glaube ich, habe ich Dada Zürich gelesen. Also ein gelesenes Buch. Finde ich nicht schlecht, bis jetzt. Zürich, Texte, Manifeste, Dokumente, auch in dieser kleinen Reklamausgabe. Genau, dann habe ich hier von diesen Goethe-Büchern noch. Ja, genau. Goethe, Band 1, Gedichte und Epen ist noch ungelesen, tatsächlich. Den ersten Band Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, Werke, Kommentare, Register, Band 1, Gedichte und Epen. Eine Herausforderung wird für mich auf jeden Fall Frank. Oh nein! Franz Kafka, die Erzählung. Habe ich zum Sub gezählt, ist noch ungelesen. Aber jetzt war doch letztens. War doch Franz Kafkas Geburtstagsmonat, ne? Da habe ich mich ganz viel zu Kafka gesehen. Da habe ich tatsächlich schon mal kurz darüber nachgedacht, dass ich wusste, dass dieses Buch noch irgendwo hier rumsteht und ich es zum Sub gezählt habe. Also ist noch ungelesen. Franz Kafka, die Erzählungen in der Originalfassung. Dann habe ich hier Gedichte von Hugo von Hofmann. Hugo von Hofmannsthal, Gedicht ist auch noch ungelesen, habe ich auch zum Sub gezählt. Ja, dann habe ich hier auch noch Friedrich Schiller Senf. Sämtliche Werke von Friedrich Schiller habe ich auch zum Sub gezählt, auch noch ungelesen. Werke, Band 1, und dafür habe ich gefühlt wirklich meine Seele verkauft. Also Boah, das war super teuer, das weiß ich noch. Das hat, glaube ich, 50 oder 60 Euro gekostet. Und ich war so wahnsinnig und habe mir das gekauft. Also allein dafür müsste ich das tatsächlich schon lesen, damit sich das gelohnt hat. Also das war unfassbar teuer. Das fand ich irgendwie total schade, weil ich mir so dachte, das führt halt dazu, dass vielen Leuten das halt auch nicht mehr zugänglich ist. Ne? Und dabei finde ich das eigentlich total wichtig. Und ich fand, also das hat jetzt die Ausgabe an sich und das Aussehen hat für mich jetzt nicht unbedingt den Preis gerechtfertigt. Aber gut, ist auf jeden Fall auch bei mir eingezogen. Auch gekauft habe ich mir von Erich Kästner sachliche Romanzen, Gedichte Ja. über die Liebe und andere unvermeidliche Dinge. Und da war ich. Erich Kästner, Sachliche Romanzen ist auch noch ungelesen. Habe ich jetzt schon nicht mehr mitgezählt, Leute. Tatsächlich sehr überrascht, weil mir als ja, unwissendem Leser überhaupt nicht klar war, dass Erich Kästner auch solche Dinge geschrieben hat. Ich meine, klassisch ist irgendwie, ich glaube, jeder kennt Emil und die Detektive und das war's dann auch. Ja, da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt drauf. Da freue ich mich auch sehr drauf, das zu lesen. Ja, dann habe ich hier auch noch Emilia. Emilia Galotti. Auch zum Sub gezählt, auch noch ungelesen.
Galotti von G.E. Lessing. Das wird auf jeden Fall auch eine Riesenherausforderung für mich. Und von Arthur Schnitzler. Reigen von Arthur Schnitzler ist, glaube ich, auch noch ungelesen. Ich glaube, von diesen Reklamen habe ich wirklich nur ein einziges gelesen. Reigen von Arthur Schnitzler habe ich in der Schule auf jeden Fall schon mal was gelesen, aber es war nicht Reigen, es war noch irgendwie was anderes. Und zu guter Letzt. Schachnovelle habe ich damals von ihm gelesen im Deutschunterricht. Habe ich hier diesen fetten Na gut, das zählen wir jetzt nicht zum so Metzler-Lexikon Literatur und Kulturtheorie. Nee, das ist ja ein quasi wirklich ein Lexikon, also zum Begriffe nachschlagen, das habe ich auch noch. Aber würde ich jetzt, also es ist wirklich kein Subbuch für mich, das lese ich ja nicht abends im Bett. Das ist halt ein Nachschlagewerk. Müsste ich mir mal überlegen, ob ich das behalten möchte tatsächlich, weil es ist super fett, wie ich sehe. Steht hier in meinem Dings-Schrank, Aufbewahrungsschrank. Da stehen meine ganzen alten Bücher noch aus dem ersten Studium, also von der sozialen Arbeit noch. Und dann jetzt auch eben diese Kulturwissenschaftsgeschichten. Ja, gut, ist kein Subbuch, also können wir da locker flockig jetzt weiter drüber Frau gehen. Metzler, Lexikon, Literatur und Kulturtheorie. Das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, weil ja, gerade ich ja tatsächlich mich noch gar nicht damit beschäftigt habe. Gehen wir auf meinem mal. Subfall, die lese ich halt jetzt innerhalb des Semesters quasi. Und ja, genau, du hast gar nichts gelesen innerhalb des Semesters. Die Klausur habe ich trotzdem mitgeschrieben und habe sie auch bestanden mit 2, irgendwas. Da war ich sehr, sehr erstaunt. War ein bisschen stolz auf mich. Danach habe ich das Studium dann abgebrochen. Ja, gut. Also vielleicht, um ein kleines Zwischenfazit zu ziehen zu diesen Studiumsbuchgeschichten. Also die Fachbücher sind definitiv nicht auf dem Sub. Also das Lexikon und die zwei Fachbücher vom Anfang sind nicht auf dem Sub. Alle anderen Bücher sind auf dem Sub. Also sowohl die kleinen Reklamausgaben als auch die Goethe-Werke, als auch Schiller und was war es noch, Kafka und Erich Kästner. Die habe ich auf dem Sub gezählt und davon habe ich eins bisher gelesen. Das heißt, der Rest ist dann noch ungelesen und ich zeige es euch ja gleich auch nochmal, wenn wir die Videos geschaut haben. Ja, die summen ja nicht bei mir rum. Die nächsten Bücher werde ich euch vermutlich auch im Schnelldurchlauf zeigen. Da habe ich nämlich ein Unpacking zugedreht und zwar habe ich hier die. Ich ahne, was jetzt kommt. Weltempfängerreihe von. Ja. Jetzt kommen die ganzen Weltempfängerbücher-Gilde-Bücher. Der Büchergilde mir zugelegt und da verlinke ich euch oben mal das Video. Da habe ich so eine Kurzvorstellung der Büchergilde gemacht und eben auch ein Unpacking dieser Bücher. Deswegen zeige ich es jetzt auch eher zur Vervollständigung. Und zwar habe ich hier einmal von Dorothy C. Mann im Anzug mit Ballerina. Das ist nicht Band 1. Warum zeige ich die denn nicht in der Reihenfolge? Also Dorothy, also kurze Zwischeneinwurf dazu. Die ganze Reihe der Büchergilde ist damals bei mir eingezogen. Ich glaube bis Band 5, 7, 8, 9. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade hier vor meinen Lesemonat abgedreht für den Juni. Da habe ich Band 2 und Band 3 der Büchergilde Weltenempfängerreihe gelesen und Band 1 hatte ich schon gelesen. Weil die jetzt hier nicht in der Reihenfolge sind, muss ich so ein bisschen gucken. Aber ich weiß, Dorothy C., Mann im Anzug mit Ballerina, ist noch ungelesen. Dann von Angel Sanchez-Teban, Stadt aus Sand. Stadt aus Sand ist auch noch ungelesen. Warum mache ich das denn so schnell, ey? Ich überlege, sollen wir uns das Unpacking vielleicht noch mit angucken? Ich glaube, das wird zu viel. Wir bleiben mal bei Neuzugänge im April. Ich zeige euch die Bücher gleich nochmal, die ungelesen sind. Cici Dangaremba, boah, ich bin so schlecht. Aufbrechen von Cici Dangaremba ist auch noch ungelesen. Mit diesem Namen Aufbrechen von Damon Galgut, oh, das Versprechen. Das Versprechen von Damon Galgut auch noch ungelesen. Von Ahmad Dani. Das ist gelesen. Von Ahmad Dani Ramadan, die Wäscheleinschaukel. Die habe ich im Juni gelesen, tatsächlich. Das ist nicht mehr ungelesen. Ramadan, die Wäscheleinschaukel. Von Frank Martinus. Von Frank Martinus, wie heißt der? Argon. Doppeltes Spiel. Arion, doppeltes Spiel. Ist noch ungelesen. Ist auf meiner 24 für 2024 Liste. Abdulrazak Gurnah nach. Nachlegen von Abdulrazak Gurnah ist auch noch ungelesen. Leben von César.
César Ayrault, diese drei Novellen habe ich gelesen. Das ist der erste Band der Reihe. Ayra, der kleine buddhistische Mönch, wie ich Nonne wurde und was habe ich gelacht. Und zu guter Letzt aus dieser Reihe noch von Yoko Ogawa, Insel der verlorenen Erinnerung. Insel der verlorenen Erinnerungen von, wie heißt sie, Yoko Ogawa, glaube ich. Gucken wir gleich nochmal. Ist auf jeden Fall gelesen. Okay. Gucken wir gleich nochmal, was davon jetzt tatsächlich noch ungelesen ist. So, das war der zweite Schnelldurchlauf und ja, dann kommen wir jetzt zu den weiteren Büchern, die noch eingezogen sind. Und zwar habe ich dieses hier ganz zufällig im Buchladen gesehen, als ich eigentlich was zu Ostern für meine Mama gesucht habe und es war da relativ groß ausgestellt. Und da ich jetzt gerade ein Buch auch von ihr neu gekauft hatte, ja, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, diese. So, jetzt war tatsächlich auch noch die Speicherkarte voll, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich aufgehört habe. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich bei diesem Buch Okay, war, Altes als Land dann von von der. Dörte Hansen ist noch ungelesen. Da hatte ich nämlich kurz vorher zur See gekauft, das weiß ich noch. Und dann habe ich Altes Land stehen sehen und habe es mitgenommen. Hansen. Ich habe ja kürzlich Zur See von ihr gekauft und ich weiß nicht, irgendwie habe ich Lust, mich mit Dörte Hansens Werken mehr zu beschäftigen. Und ja, habe mir dann recht spontan dieses Buch hier mitgenommen. Ist tatsächlich Fluch und Segen zugleich, dass in der gleichen Straße wie meine neue Arbeit ist, auch der Buchladen ist. Stimmt, im April hatte ich gerade meinen neuen Job angefangen, letztes Jahr. Ja, witzig, da habe ich das als erstes den Thalia entdeckt. Tatsächlich in der Pause öfter mal durch. Genau, und Altes Land durfte in so einer Mittagspause auch mit nach Hause kommen. Dann habe ich mir zur Vervollständigung Helden des Olymp das Haus des Hades gekauft von. Okay, Helden des Olymp, das Haus des Hades. Ich habe, glaube ich, nur Band 1 und 2 bisher gelesen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Band das ist. Mit Crayon und man sieht hier gar nichts, weil ich immer noch keine Softbox habe und das Licht total schlecht ist. Ja, die Bild, also Lichtverhältnisse sind wirklich grauenvoll. Eine Softbox habe ich immer noch nicht, aber das ist ja furchtbar, ey. Da sieht man wirklich gar nichts. Das ist der vierte Band der. Okay, vierter Band. Den habe ich noch nicht gelesen. Band 1 habe ich gelesen bisher. Das Olympreich. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, worum es hier geht. Und im Übrigen fällt mir ein, dass ich bei Altes Land überhaupt nicht gesagt habe, worum es geht. Tatsächlich muss ich. Okay, das kann ich auch kurz weiterspulen. Das kann ich euch ja gleich noch erklären. Auch sagen, dass ich es irgendwie nicht so richtig weiß. Und jetzt, ja, belassen wir es einfach dabei. Ah, okay. Gut. Okay. Ich habe euch nicht gesagt, worum es euch geht, aber mache ich auch nicht. Pech gehabt. Gucken wir gleich, worum es da tatsächlich geht. Was für ein Trollo, ey. Was ist das für ein komisches Video? Wie gesagt, der vierte Band hier von Helden des Olymp ist bei mir eingezogen. Das ist quasi ein Spin-off, kann man fast sagen, zu Percy Jackson. In der G Geschichte geht es also um griechische Mythologie, um Halbgötter, Abenteuer, Jugend-Fantasy-Bücher sind das. Und genau, die Helden des Olymp-Reihe schließt da quasi so ein Stück weit dran an. Und die wollte ich jetzt demnächst lesen, wenn ich Percy Jackson gereadet habe. Und ja, da musste ich mir. Ja gut, hat nicht so gut geklappt, würde ich mal sagen, ne? Noch ein, zwei Teile dieser Reihe zu kaufen. Ja, in dem gleichen Gebäude, wo meine neue Arbeit ist, ist auch die Bücherei. Mhm. Und da. Das stimmt, ja. Ich arbeite übrigens mittlerweile nicht mehr dort seit diesem Monat. Witzig, oder? Habe ich nicht so lange durchgehalten. Habe ich mir letztens einen Ausweis machen lassen, weil ich das tatsächlich sehr praktisch finde, weil ich da mal eben vor, nach oder. War tatsächlich auch nicht so oft da in der Stadtbibliothek, wie ich mir das vielleicht gewünscht habe. Im Buchladen tatsächlich schon. In der Mittagspause eben reinschneiden kann, um was auszuleihen oder was abzugeben. Und ja, irgendwie wollte ich nicht mit leeren Händen gehen, als ich dann den Ausweis neu hatte und habe mir zwei Bücher damit genommen. Und das eine ist von Goldie Goldblum. Das ist bestimmt. Okay, also das sind ja jetzt auch Büchereibücher. Das heißt, die würde ich jetzt auch nicht zum Sub zählen. Das heißt, ich skippe das mal. Einfach weil ich, also ich habe die Bücher ja faktisch nicht mehr, weil die waren ausgeliehen und ich zeige sie zwar in den Neuzugängen, aber das sind ja faktisch keine Bücher, die auf meinem Sub stehen. Dementsprechend die zwei Büchereibücher, das war einmal Kam und Korn und Die Welt war jung und das andere war von Goldie Goldblum, Eine ganze Welt. Die sind faktisch nicht mehr da. Das heißt, wir skippen die jetzt einfach mal und machen mit den Büchern weiter, die ich wirklich gekauft habe. Mir hier so zu bieten hat. Dann habe ich mir ebenfalls einen zweiten Band im Buchhandel gekauft, nämlich Lights of Darkness von Maren Vivien Hase. Lights of Darkness von Maren Vivien Hase ist gelesen, ist auch schon wieder ausgezogen. Hier geht es um Frankie, die Angst vor der Dunkelheit hat und sie trifft auf Tyler, der total der Nachtmensch ist. Ja, und die beiden treffen irgendwie aufeinander und das ist tatsächlich sehr ähnlich wie im ersten Band, weil da geht es um zwei Personen, wo die eine quasi die Stille liebt, während er
quasi nicht ohne Lautstärke sein kann. Und hier ist es eben dann jetzt dieser Gegensatz hell-dunkel. Bin ich sehr gespannt drauf und ich habe es tatsächlich noch mit diesem schicken Buchschnitt bekommen. Ich hatte das im Buchladen vorbestellt und letztendlich habe ich keinen Wert drauf gelegt und habe mich dann aber gefreut, als ich gesehen habe, dass ich diese Ausgabe noch bekommen habe, weil genau, die Reihe möchte ich tatsächlich auch relativ zeitnah lesen. Dann ich fand die Reihe übrigens gar nicht gut. Die war ein Flop letztes Jahr für mich. Nur mal so nebenbei. Hatte ich mir vorbestellt It Happened One Summer von Tessa Bailey aus dem It Happened One Summer von Tessa Bailey aus dem KISS Verlag ist ebenfalls noch ungelesen. Im KISS Verlag. Ach, hier geht es irgendwie um ein Hollywood-It-Girl, die ja, wegen einer außer Kontrolle geratenen Party im Gefängnis landet. Und ihr Stiefvater dreht ihr daraufhin den Geldhahn ab und schickt sie nach Westport, wo ihr leiblicher Vater aufgewachsen ist. Und sie soll sich da um die Bar der Familie kümmern. Und sie trifft dort auf Brandon, den grummeligen, muskelbepackten Fischer. Ich finde das Cover sowas von schrecklich. Das gefällt mir leider gar nicht. Und ich mag überhaupt nicht, dass hier vorne, sieht man, dass hier vorne so ein Quote draufsteht. Das gefällt mir insgesamt nicht so gut. Tatsächlich bin ich ja aber jemand, der quasi dem KISS Verlag seit erster Stunde irgendwie folgt und auch die Bücher daraus alle kauft. Auch wenn ich sie noch nicht alle gelesen habe. Aber ja, so musste auch dieses Jahr einziehen. Wobei die Geschichte an sich mich jetzt noch nicht so abgeholt hat vom Kontext her. Was ja aber nichts heißt. Also es kann einen ja auch noch überraschen. Genau, It Happened One Summer von Tessa Bailey ist ebenfalls noch ungelesen. Mittlerweile finde ich aber eigentlich, es klingt ganz cool und mittlerweile finde ich auch das Cover ganz süß. Ist ja auch spannend, wie sich so ein Geschmack über so ein Jahr verändert. Sind ja mittlerweile auch sehr viele Bücher in diesem Stil gehalten, ne? Die Cover. Von daher, ja, gucken wir mal. Ja, und dann hatte ich mir ursprünglich für eine Leserunde gekauft, wo ich dann aber nicht mehr dazu gekommen bin, das noch zu lesen. Wobei den Livestream dazu gab es noch nicht, also vielleicht schaffe ich es doch noch. Ja, irgendwas von Joanna wird jetzt kommen im April. Ich weiß gar nicht, was sie da gelesen haben. Vorher. Ich vermute, ich habe es nicht gelesen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß. Es tut mir total leid, ich verlinke euch den Kanal und in der Info. Joanna. Jetzt habt ihr das Buch auch schon gesehen. Meine Schwester, die Serienmörderin von Oyinkan Braithwaite. Meine Schwester, die Serienmörderin von Oyinkan Braithwaite, ist noch ungelesen. Ich habe es heute echt mit Namen aussprechen. Genau, und hier geht es im Prinzip um zwei Schwestern. Die eine Schwester hat die Angewohnheit, ihre Männer umzubringen und die andere ist praktisch veranlagt und dafür zuständig, hinterher aufzuräumen. Klingt irgendwie nach einer ganz besonderen Geschichte und wie gesagt, ursprünglich für eine Leserunde gekauft. Ich habe es aber auch unabhängig davon schon öfter gesehen und hatte auch schon immer mal wieder überlegt, ob ich mir das zulegen möchte. Und genau, ich hatte mir das dann jetzt gekauft. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich es noch vor dem Livestream zu der Leserunde, das Ganze dann auch noch zu lesen, weil es ist wirklich auch sehr dünn. Es hat nicht mal 300 Seiten, also es wird sich wahrscheinlich auch schnell weglesen lassen. Könnte ich mir überlegen, ob ich das jetzt nicht zeitnah noch tun möchte. Ja, dann habe ich hier tatsächlich ein Buch, was ich hauptsächlich noch mitgenommen habe, damit ich beim Reklam Verlag, wo ich diese ganzen Heftchen gekauft habe. Oh nein, was ist das denn für ein Buch? Habe. Die kosten alle nur 2-3 Euro und ich wollte aber keine Versandkosten bezahlen, deswegen habe ich mir von Jane Austen Überredung noch einen gepackt. Jane Austen Überredung ist auch noch ungelesen. Wo ist denn das? Boah, es wird auch spannend, die ganzen Bücher hier gleich in mein Chaos-Bücherregal zu finden. Meine Bücherregale sehen im Moment ganz, ganz schrecklich aus. Die sind ganz doll unaufgeräumt. Und ich finde auch nichts wieder, wenn ich irgendwas suche. Es wird auch noch eine Aufgabe gleich. Also wie gesagt, Jane Austen Überredung ungelesen. Ich finde diese Ausgabe einfach wunderschön. Die ist wirklich wunderschön, muss ich jetzt auch immer noch sagen. Und ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, aber wie gesagt, ich beschäftige mich. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, worum es in dem Buch geht. Ich bin ja jetzt unweigerlich auch mehr mit klassischer Literatur und wollte das sowieso auch in meiner Freizeit mehr tun. Ich lese euch vielleicht einfach mal den Klappentext vor. 8 Jahre ist es her, dass sich Anne Elliot von ihrem Vater überreden ließ, den Heiratsantrag Frederick Wentworth zurückzuweisen, da er der Familie nicht standesgemäß erschien. Fortan hat Anne freudlos auf dem Herrensitz ihres Vaters gelebt, während aus Wentworth ein wohlhabender und weltgewandter Marineoffizier geworden ist. Als sich beide eines Tages wieder begegnen, beginnt eine zaghafte Annäherung. Nicht ohne Missverständnisse und Eifersucht, die in einer der originellsten Liebeserklärungen der Weltliteratur ihren Höhepunkt findet. Findet ihr nicht auch, dass das nach einem klassischen Romance-Titel klingt? Also so dieses zurückgewiesen, treffen sich wieder und dann entsteht halt irgendwas, ist ja erstmal recht klassisch und Jane Austen ist ja quasi wahrscheinlich eine der ersten, die so eine Geschichte geschrieben hat und ja, von Jane Austen wollte ich tatsächlich noch viele, viele Bücher lesen, diese so. Ich habe bis jetzt immer noch nichts von ihr gelesen. Ich habe aber ein paar hier. Beziehungsweise eins, glaube ich. Stolz und Vorurteil habe ich noch hier als diese Koppenrad-Ausgabe. Ansonsten habe ich, glaube ich, immer noch nichts von ihr
also gelesen noch gar nichts und das Einzige, was ich noch von ihr gekauft habe, ist das. Spannend. Geschrieben hat. Und ja, das hier finde ich klang einfach total schön. Und wie gesagt, das Cover hat mich auch total Das ist angesprochen. wirklich ein Dann haben sehr wir schönes zwei Cover. weitere Bände der Helden des Olymp, nämlich einmal Was ist es? das Zeichen der Athene. Boah, man sieht es einfach nicht. Und der Sohn des Neptun. Ja, Band, was sind das jetzt? Ich glaube, ich habe die beide noch nicht gelesen. Ich meine, ich habe nur Band 1 bis jetzt davon gelesen, soweit ich weiß. Genau, beide müssten noch ungelesen sein. Keine Ahnung, welche Bände der Reihe das jetzt sind, ehrlich gesagt. Ich habe die einfach alle zur Vervollständigung gekauft. Wie gesagt, ich möchte die Reihe jetzt bald lesen. Ich habe die Gebrauch gekauft. Die Zustände sind echt mies, aber naja, das finde ich jetzt tatsächlich nicht allzu schlimm. Bin tatsächlich sehr neugierig, wie es in der Geschichte weitergeht. Ja, ebenfalls vervollständigt habe ich die komplette Throne of Glass-Reihe von Zeran. Oh no! Warum, Janina, hast du das getan? Okay. Throne of Glass habe ich gar nicht bis jetzt gelesen und ich habe die komplette Reihe gekauft. Okay. Okay. J. Maas, weil ich die jetzt auch demnächst lesen möchte. Und da habe ich tatsächlich Hast du aber nicht! nicht so viel gebraucht bekommen. Deswegen habe ich das meiste, die meisten Bände der Reihe neu gekauft. Aber Klar. was ich gebraucht bekommen habe, ist hier der dritte Band, Throne of Glass. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht lange drum rumreden. Es kommen wahrscheinlich alle Throne of Glass Bände. Ich habe keinen davon bis jetzt gelesen. Also Crescent City habe ich gelesen, Das Reich der Sieben Höfe habe ich gelesen, Throne of Glass gar nicht gelesen, keine einzige Zeile. Also sind die Bücher, die jetzt kommen, alle ungelesen. Gottes Willen, ey. Das Erbe des Feuers und der sieht tatsächlich recht okay aus. Das war aber tatsächlich auch der einzige Band, den ich, glaube ich, gebraucht bekommen habe überhaupt. Dann habe ich mir nämlich Selenas Geschichte Band 1 bis 5 neu gekauft. Ah, ich habe gesehen gerade, ich habe noch eins gebraucht bekommen, nämlich den zweiten Band, Kriegerin im Schatten. Der sieht tatsächlich auch okay aus. Der ist ein bisschen vergilbt, aber ansonsten tatsächlich auch in einem recht guten Zustand. Ja, und die restlichen vier Bände habe ich dann neu gekauft. Und zwar Throne of Glass, der verwundete Krieger. Das ist Band 6. Herrscherin über Asche und Zorn, Band 7. Guckt euch mal an, wie fett er ist. Den kann ich kaum Oh, fest. ich kann heulen, Leute. Wann soll ich das alles lesen? 7 Bände und Selenas Geschichte. Das Buch ist dicker als mein Gesicht. Ich frage mich, wie ich den lesen soll, ehrlich gesagt. Dann habe ich hier noch die Königin der Finsternis, Band 4 und Band 5, die Sturmbezwingerin. Und Streng genommen ist Band 1 von Throne of Glass nicht auf meiner Rache des Sub. Nein, also wie gesagt, Band 1 hatte ich irgendwann mal schon vorher wahrscheinlich gekauft und dann habe ich die Reihe vervollständigt und ja, das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir die komplette Throne of Glass-Reihe lesen werden. Yay! ja, ich bin sehr, sehr neugierig auf diese Reihe, weil ja auch viele die sehr, sehr loben und ich gerade Crescent City beendet habe, der es sicher total toll fand. Und genau, deswegen soll ihre letzte veröffentlichte Reihe jetzt auch ganz bald gelesen werden. Ja, ebenfalls. Ich liebe immer diese Ironie, wenn man dann ein Jahr später das Video sieht und hat nichts davon gelesen. Außer man dieses, ich möchte das ganze Band lesen. Ja, tust du aber faktisch nie. Also, oh, grauenvoll. Für eine Leserunde gekauft habe ich mir das nächste Buch, nämlich für die Leserunde von Filz und Sophie, nämlich In einer kleinen Stadt neben. Das kommt auch noch Stephen King. Also dieser Lesemonat, Neuzugänge April ist mein Untergang. Needful Things von Stephen King habe ich nicht gelesen. Steht hier noch ungelesen. Irgendwo rum. Things von Stephen King und auch das habe ich nicht geschafft zu lesen und da weiß ich, dass der Stream auf jeden Fall schon online gegangen ist. Muss ich mal gucken, ob ich das Buch trotzdem jetzt vorher lese oder ob ich mir den Stream Hast du nicht? Einfach so anschaue. Ich finde das Konzept nämlich eigentlich total cool, aber irgendwie tue ich mich schwer damit, Dinge zu einem gewissen Zeitpunkt gelesen zu haben. Ja, ganz offensichtlich. Deswegen also mit den ganzen Reklam- und Uni-Anschaffungen bin ich echt gespannt, wie das klappt. Ich mag gar nicht großartig viel zu diesem Buch sagen, weil mir, glaube ich, sonst jeglicher Stephen King-Fan aufs Dach steigt. Ja, das glaube ich tatsächlich wirklich. Ich bin ja überhaupt kein Stephen King-Mensch. Also ich habe wirklich so, was habe ich von ihm gelesen? Der Anschlag, Sie habe ich damals gelesen und that's it. Ich in diesem ganzen King-Universe, ich habe da wirklich keine Ahnung von. Naja. Das spielt auf jeden Fall in Castle Rock und es gibt, ist ja irgendwie so eine Stadt von Stephen King, wo viele Bücher spielen. Ich habe keine Ahnung, ich bin überhaupt nicht drin in diesem King.
Ja, wirklich. Ich sag genau das eins zu eins immer noch. Keine Ahnung vom King-Universum. Universum hatte mir das wirklich für die Leserunde jetzt gekauft. Weil es ja auch den King im April bei Philosophie gab, den ich auch irgendwie nicht mitgemacht habe. Und trotzdem ja, werde ich irgendwann auf jeden Fall zu dieser Geschichte greifen, weil ich tatsächlich ja auch Stephen King ein bisschen mehr für mich entdecken möchte. Das stimmt tatsächlich. Also seine Titel sprechen mich auch wirklich immer noch an. Das muss ich ja wirklich sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Holly noch gekauft und so. Die Bücher klingen schon gut, aber ich habe da immer so ein bisschen so eine kleine Sperre bei Stephen King. Fragt mich nicht, wieso. Und ich sehe gerade, wie abgestorben ist denn hier bitte meine Pflanze im Hintergrund? Oh Gott, das sieht ja grauenvoll aus. Oh Mann, ey. Ja, und die restlichen Bücher, die ich jetzt noch habe, sind teils neu, teils gebraucht und alle von Rick Riordan, weil ich ja quasi die komplette meine. Okay, was habe ich denn noch alles gekauft von dem guten Mann? Rick Riordan. Bin gespannt. Komplette Rick Riordan Reihen quasi einmal alle vervollständigt habe, weil ich da jetzt die Reihen nach und nach lesen möchte. Und Ja, genau. Mir fehlen auch wirklich relativ viel. Magnus Chase komplett fehlt mir noch. Apollo fehlt mir komplett. Die Töchter der Tiefe habe ich nicht gelesen, aber wir gucken mal, was jetzt kommt einfach. da habe ich zum einen hier Percy Jackson auf der Monsterjagd mit den Geschwistern Kane. Das habe Gelesen, 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 gelesen. Ja, Percy Jackson auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane ist gelesen. Gebrauch gekauft. Es sieht auch dementsprechend nicht mehr so schön aus. Aber hier trifft sich quasi Percy Jackson mit den Protagonisten der Kane-Chroniken. Und das ist irgendwie so ein ja, Zwischenband quasi. Dann habe ich hier Magnus Chase Geschichten aus den neuen Welten. Das habe ich. Ja, Magnus Chase ist ungelesen, die ganze Reihe tatsächlich. Das ist, glaube ich, so ein, ist es ein vierter Band oder so ein Zwischenband auch wieder? Ja, der ist ungelesen. Neu gekauft. Das ist quasi auch ein Zusatzband zur Magnus Chase-Reihe und das ist super dünn. Ebenfalls gebraucht, gekauft oder habe ich es neu gekauft? Das sieht nicht so aus, als hätte ich es neu gekauft, aber es ist kein Sticker drauf. Ist ja auch egal, habe ich die Abenteuer des Apollo, die Gruft Ja, Apollo, welcher Band ist das? des Tyrannen, keine Ahnung welcher Band, das ist aber irgendwie. Gut, ich habe auch echt keine Ahnung von den Büchern, die ich da gekauft habe, ne? Ist auf jeden Fall noch ungelesen. Apollo komplett. Peter ja auch Percy Jackson wieder eine Reihe, Rolle, nicht Reihe. Deswegen weiß ich nicht so genau, wann man das jetzt lesen muss. Ich werde jetzt einfach, glaube ich, in der Reihenfolge alles lesen, wie die Reihen erschienen sind. Dann habe ich hier auch noch neu gekauft, die Abenteuer des Apollo, der Turm des Nero. Auch ungelesen. Und gebraucht bekommen hatte ich auch die Abenteuer des Apollo, die dunkle Prophezeiung. Auch ungelesen. Okay, alle drei ungelesen. Tatsächlich noch eins vergessen, weil ich nämlich auch noch das brennende Labyrinth von die Abenteuer des Apollo auch noch Auch ungelesen. Gebrauch gekauft habe. Das ist, glaube ich, ach, ich habe keine Ahnung, ich will mich jetzt auch nicht spoilern. Ich muss dann nochmal genau recherchieren, in welcher Reihenfolge man die lesen muss. Und zu guter Letzt habe ich dann hier noch ebenfalls gebraucht und gekauft von Rick Riordan, Magnus Chase, das Schiff der Toten. Magnus Chase ist auch noch ungelesen. Und der Hammer des Thor. Genau, Band 2 und 3 der Trilogie, den ersten Band habe ich schon, genauso wie bei Apollo, da habe ich auch den ersten Band schon. Auch die soll alsbald gelesen werden. Ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, oder? Ja, weil ich jetzt auch total Lust habe auf diese Rick Riordan-Geschichten. Ja, habe ich schon versucht, den Sticker abzupuppen, hat nicht geklappt. ja, dementsprechend muss ich da nochmal gucken. Aber ich bin jetzt ganz, ganz happy, dass ich viele davon auch gebraucht bekommen habe, in diesen Geboten. Boah, wie schlimm sieht dieser Band bitte aus? Wo stehen die denn? Ach, gar keine Ahnung. Das sieht ja schrecklich aus mit diesem schwarzen. Naja. Meine Ausgaben und dann nochmal ein bisschen was sparen konnte. Und ja, freue mich total jetzt auf diese ganzen Rick Riordan-Geschichten. Ja, ihr Lieben, das waren die Neuzugänge aus dem. Okay. Der April war wild. Leute, ich sag's, wie es ist. Ich überlege. Ich würde sagen, machen einen kurzen Cut. Wir schauen dann erst das zweite Video. Und dann schauen wir im Nachgang für alle beide Videos, was ungelesen ist und was nicht. Dann muss ich immer so oft hin und her bauen. Das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Das heißt, wir schauen jetzt erst das nächste Video, dann sehen wir uns da gleich wieder und dann im Anschluss ja, machen wir quasi ein kleines Resümee. Ich gucke mal eben hier, ob noch was kommt. Oh, seht ihr? Fast alles vergessen. Ich weiß aber, glaube ich, auch schon, was es ist. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschüss. Tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, dass ich ein Buch noch vergessen habe, und zwar die. Ja, die unendliche Geschichte von Michael Ende habe ich gelesen. Sehr schön. Gott sei Dank kam jetzt nicht noch irgendwas. Endliche Geschichte von Michael Ende. Das habe ich mir auch noch neu gekauft. Zum einen, weil es Teil der Literaturverlesung war, aber weil ich es sowieso auch auf meiner Wunschliste hatte und sowieso mal lesen wollte. Es geht hier um Bastian Balthasar Bux.
der in einem Antrag. Habe ich tatsächlich, also viele, ist ja, glaube ich, so, also auch so ein Buch, was viele als Kind gelesen haben, ich tatsächlich nicht. Ich habe es tatsächlich als Erwachsene das erste Mal gelesen. Variante auf ein Buch trifft, und zwar die unendliche Geschichte. Und was da passiert und wie er vielleicht auch Einfluss hat auf diese Geschichte, das lesen wir in diesem Buch hier. Ich habe es auch schon gelesen. Schaut gerne bei meinem Lesemonat vorbei. Da. Ach, da habe ich das schon gelesen. Okay. Not bad. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal ins nächste Video jetzt rein. Okay, wir sind zum einen in neuer Location. Das ist nämlich jetzt schon hier unten in dem Raum. Da hatte ich dann noch die Regalecke. Das habe ich ja nochmal umgestellt. Und wir sind in den Neuzugängen Mai bis Juli. Ich bin sehr gespannt. 18 Minuten geht klar. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wie im letzten Video schon angekündigt, bekommt ihr heute meine Neuzugänge. Ja, ich sage es einfach mal der letzten Zeit. Ich glaube, mein letztes Neuzugänge-Video ist Ende April online gegangen. Das heißt im Prinzip ab Anfang Mai bis Ende Juli zeige ich euch jetzt die Bücher, die neu eingezogen sind. Im Übrigen, bitte stört euch nicht meine Kamera. Jo, das, genau da ist meine Kamera geschrottet. Man sieht hier die ganzen, diese grünen Balken, die da immer ins Bild gemacht hat. Gibt so langsam den Geist, aber das heißt, ich habe hier überall so grüne Striche. Ich habe keine Ahnung, ich habe schon gerade die ganze Zeit versucht, irgendwie das zu fixen. Ich kriege es aber irgendwie nicht so richtig hin, und auf meinem Handy habe ich nicht genug Speicherplatz, um ein ganzes Video zu drehen. Genau, ich werde mich aber in der nächsten Zeit irgendwie auch mal um neues Equipment kümmern, vorausgesetzt, ihr habt weiter Bock, diese Videos zu schauen. Genau, aber wie gesagt, stört euch da jetzt nicht dran. Ich finde, es fällt jetzt auch noch nicht so drauf. Man sieht halt hier an meinem Pulli, weil hier ist zum Beispiel ein Streifen und hier nicht. Ich weiß nicht, ob das auf der letztendlichen Aufnahme jetzt auch dann so aussehen wird oder jetzt nur hier bei mir, wenn ich es drehe. Ist eigentlich auch egal. Zurück zu den Büchern. Es ist tatsächlich nicht so viel bei mir eingezogen, weil ich ja auch einfach nicht so viel gestöbert habe im Buchladen und einfach auch ja, den Großteil des Geldes, was ich zur Verfügung habe, eben auch in die Wohnung gesteckt habe, in neue Möbel, in Farben, in Tapeten und allem, was halt so dazugehört. Es läppert sich ja auch immer zusammen bei so einem Umzug. Deswegen ist ein bisschen. Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich liebe die Wohnung hier, wo wir jetzt wohnen, aber es war sowohl geldtechnisch als auch vom Energielevel echt ganz schön krass, was da so auf einen zugekommen ist. Also ich bin ja nicht das erste Mal umgezogen, aber das war hier schon echt, weil wir viel neu machen mussten, viel neu gekauft haben und so, das war schon echt heftig. Was eingezogen, auch das eine oder andere, was ich eh schon vorbestellt hatte, was dann eh schon angekommen ist. Und ein, zwei Mal war ich tatsächlich auch im Buchladen, um einfach so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, und habe dann auch ja, Dinge mitgenommen. Welche Bücher das sind, zeige ich euch jetzt. Die ersten beiden Bücher auf dem Stapel sind jetzt auch nicht in irgendeiner Reihenfolge, weil ich es überhaupt nicht mehr weiß, wann was eingezogen sind. Ich greife mit. Okay, das bedeutet aber auch für unsere Planung, dass ich dann tatsächlich einfach für dieses Video jetzt auch alle Bücher, die hier vorkommen, dann für alle 3 Monate Zeit habe. Das macht für mich jetzt am meisten Sinn, gerade weil ich es jetzt auch nicht mehr auseinanderhalten kann, was ist im Mai, was ist im Juni, was ist im Juli eingezogen, sondern es ist jetzt quasi ein Haufen Bücher, für den ich dann 3 Monate Zeit habe. Die jetzt einfach, wie sie da liegen. Und die ersten beiden, die da liegen, gehören direkt zusammen. Deswegen zeige ich sie euch auch zusammen. Nämlich, vergiss uns nicht und zerbrich uns nicht von. Ich überlege gerade, die habe ich doch jetzt schon auf dem Sub. Also auf der Rache aus März oder so? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall beide noch ungelesen, aber ich habe die irgendwie schon mit auf der Rache. Vielleicht war irgendein anderes davon auf der Rache stand. Das kann natürlich sein. Und die beiden dann jetzt später eingezogen sind. Das ist natürlich möglich. Es sind auf jeden Fall beide noch ungelesen. Laura Kneidel, wenn ihr Berühre mich nicht kennt und den zweiten Teil, von dem ich den Namen vergessen habe. Genau, Berühre mich nicht und Verliere mich nicht waren im Prinzip Band 1 und 2. Und das hier sind jetzt Band 3 und 4, aber mit neuen Charakteren. Mit Charakteren, die wir auch schon aus den ersten beiden Bänden kennen. Es geht hier nämlich unter anderem um April. Die wir, wie gesagt, im ersten und zweiten Band auch schon kennenlernen. Und es geht auch um, ich weiß gar nicht, ob es hier drauf steht, ob es ein Spoiler ist, ich lasse es jetzt vielleicht mal offen. Genau, also die Nebencharaktere haben hier eben jetzt auch noch zwei Bände bekommen. Es gibt ja sogar noch einen dritten. Ne? Ich überlege jetzt gerade, ob ich die alle 3 habe oder warum die schon da oben stehen. Ich bin total irritiert gerade, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich habe ich hier irgendein Buch dazu genommen, was eigentlich nicht mehr in den Monat gehört oder so, weil es vielleicht vorher schon eingezogen ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, es nämlich wäre im März. Wir gucken jetzt einfach mal ganz flott die Karotti nach. Leute, was machen wir jetzt? Seht ihr nämlich mal exklusiv Einblicke in mein YouTube-Dashboard. Gucken wir doch einfach mal. Es ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn ich jetzt in die Rache reingucke, gell? Rache des Submerz. Was machen wir denn am besten? Gucken wir mal kurz hier. Da, vergiss uns nicht. Ja. Habe ich es jetzt doppelt gezeigt? Weil hier. Ja, dann ist Zerbrich uns nicht nur eingezogen. Okay, da haben wir das aufgeklärt. Fand ich jetzt nochmal auch ganz spannend. Gut, dann gehört das. Oh, ihr seht mich gar nicht. Das Buch gehört faktisch eigentlich schon in den März. Es ist gar nicht da eingezogen. Macht aber nichts. Dann ist es auf jeden Fall jetzt Zerbrich uns nicht noch mit auf der neuen Rache. Ich hatte das aber eh schon dazu genommen, weil ich die dann beide direkt lesen wollte. Also alles gut. Ich finde es ganz cool, ich finde es ganz süß. Ich hätte das jetzt nicht zwingend gebraucht und trotzdem freue ich mich, ja, dass die Bücher jetzt da sind. Die hatte ich mir vorbestellt, deswegen sind die dann bei mir eingezogen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so riesengroße Erwartungen. Ich fand April ganz cool in den ersten zwei Bänden, bin aber auch gespannt. Bin ich ja für ein Trollo? Jetzt habe ich es trotzdem gesagt, um wen es geht, obwohl ich es eigentlich nicht machen wollte. Naja. Ja, was so ihre Geschichte ist, ob es jetzt das tatsächlich gebraucht hätte, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich, dass sie da sind. Ich finde es ganz nett und ja, bin gespannt, was da auf uns zukommt. Dann habe ich ein Buch gekauft für den Buchclub von Joanna June. Ich verlinke ihren Kanal mal unten in der Infobox. Sie hat quasi einen monatlichen Buchclub, in dem ja monatlich ein Buch abgestimmt wird, was dann gemeinsam gelesen wird. Also jeder liest für sich. Es gibt jetzt auch keine Vorgaben, wie viel wann gelesen sein muss, sondern einfach jeder liest in seinem Tempo über einen Monat lang das Buch und dann gibt es zum Ende des Monats einen Livestream. Und ich habe mir schon öfter die Bücher für diesen Buchclub gekauft und es dann nie geschafft, sie zu lesen. Das ist in der Tat richtig. Ja, also die Bücher begegnen mir echt immer wieder, weil ich mir die kaufe und dann irgendwie doch nicht schaffe zu lesen. Ich kann schon mal ein bisschen Foreshadowing betreiben. Diesmal habe ich es geschafft. Ich habe das Buch diesmal wirklich gelesen. Habe es mir aber dann, wie gesagt, als es feststand. Es klingt schon mal sehr gut. Gelesen, das ist das Einzige, was zählt im Moment. Und welches das ist, muss ja irgendwann im Juni gewesen sein, weil das war das Buchclub-Buch für den Juli. Und zwar rede ich von Eine ganz dumme Idee von Frederik Backmann. Ja, eine ganz dumme Idee von Frederik Backmann habe ich tatsächlich gelesen. Das klingt sehr schön. Ich habe die Bücher von ihm schon öfter irgendwie gesehen, ob es jetzt im Buchladen war oder irgendwie auf Social Media, YouTube, Instagram. Ist aber nie so das Gefühl, dass das Bücher sind, die mir gefallen könnten. Und dafür liebe ich. Ja, das stimmt tatsächlich. Ist eigentlich nicht so mein Beuteschema an Buch. Ich halt solche Buchclubs, dass man da auch einfach mal Literatur kennenlernt, die man sonst vielleicht nicht hätte Voll, kennengelernt. ja. Ja, denn so bin ich tatsächlich dazu zugekommen, ein Buch von Frederik Backmann zu lesen. Ich glaube, ist das sein neuestes Buch? Ich glaube ja. Ach so, genau. Ja, 2022 ist die Taschenbuchausgabe erschienen. Das Ganze spielt in Schweden und ja, es geht im Prinzip um verschiedenste Dinge. Also wir haben hier einen Raubüberfall und eine Geiselnahme. Diese Geiselnahme geschieht bei einer Wohnungsbesichtigung und ja, passieren ganz verrückte Dinge an diesem Tag. Mehr dazu seht ihr dann, wenn ich ja, meinen nächsten Lesemonat euch vorstelle, denn da werdet ihr dieses Buch wieder drin, denn ich habe es im Juli gelesen. Genau, das hatte ich mir aber wie gesagt besorgt. Bei mir in der Nähe von der Arbeit ist ja ein Buchhandel und wir hatten es auch da, sodass ich direkt mitnehmen konnte. Und genau, deswegen ist dieses Buch hier bei mir eingezogen. Und ich mag das Cover total. Also ich finde die Gestaltung irgendwie Das echt irgendwie ganz stimmt. cool. Es ist wirklich ein sehr schönes Cover. Das Buch hat mir echt auch ganz gut gefallen, tatsächlich. Ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann ist bei mir, wie wahrscheinlich bei vielen, vielen anderen auch, wie sollte es anders sein? Vergiss mal nicht. Ah, ja, vergiss mal nicht, was bisher verloren war von Kerstin Gier habe ich tatsächlich nicht gelesen. Was bisher verloren war, von Kerstin Gier eingezogen. Und oh mein Gott, es ist wieder so traumhaft schön, dieses Buch. Es ist wirklich ein wunderschönes Cover. Ja, und Band 1 hat mir wirklich auch gut gefallen. Das hatte ich tatsächlich auch vorbestellt und mir dann im Buchhandel abgeholt. Den ersten Band fand ich ja unfassbar toll und der hat mir. Letztes Jahr im Oktober. Was, letztes Jahr? Ich glaube, es war schon davor das Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wann der erste Band erschienen ist. Auf jeden Fall hat mich dieses Buch in einer sehr, sehr schwierigen Zeit begleitet. Und ja, hat mir Ja. gerade in dieser Zeit, wo ich so dachte, es geht nichts für mich, so die Lust am Lesen auch wieder gebracht. Hm, Weil ich wirklich, also ich weiß noch stimmt. genau, wie ich eine Woche Urlaub hatte und dieses Buch durchgesuchtet habe, den ersten Band. Also wirklich innerhalb von. Und ich glaube,
Also es war tatsächlich so, ich kann mich da an diese Zeit sehr gut erinnern. Ich glaube auch, dass so ein bisschen das Ding ist, warum ich dieses Buch bisher noch nicht, den zweiten Band noch nicht angefasst habe, weil ich glaube, dass ich das sehr mit dieser Zeit verknüpfen würde, wo mir das Buch zwar ja sehr geholfen hat, was aber trotzdem auch eine sehr schmerzhafte Zeit war für mich. Und ja, ich glaube, das könnte so mit ein Grund sein, warum es noch ungelesen ist. Wenigen Tagen, ich habe nicht aufgehört zu lesen, und das sind so Dinge, die ja leider für mich so ein Stück weit in meinem Alltag verloren gegangen sind, und wo ich ja immer wieder dabei. Das stimmt. Ja, das ist wirklich. Also, das ist auch so ein Thema, wo ich vielleicht nochmal ein eigenes Video zu machen möchte, weil mich das auch wirklich immer wieder beschäftigt. Bin zu versuchen, das auch in meinem Alltag wieder mehr zu integrieren, also wirklich bewusst zu lesen und bewusst ohne Störfaktoren nebenbei mich irgendwo hinzusetzen und wirklich mal zu lesen. Es kommt so langsam wieder. Gerade jetzt auch hier in der neuen Wohnung kommt es so langsam wieder. Das stimmt. Ja, hier klappt es auf jeden Fall wirklich deutlich besser wieder, als damals in der alten Wohnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Im ersten Band geht es um Quinn und Mathilda, die sich eigentlich irgendwie nicht so wirklich leiden können. Ja, dann aber doch irgendwie zusammenkommen. Und es ist eine ganz, ganz tolle, fantastische, super süße, witzige Jugendbuchgeschichte. Kerstin Gier ist sowieso eine der Autoren, die ich gerade im Jugendbuchbereich total toll finde, total gerne lese. Und ja, den ersten Band, wie gesagt, den fand ich super. Es war ein Riesenhighlight von mir. Dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt auf diesen zweiten Teil. Der hat ja auch noch ein bisschen auf sich warten lassen, sag ich mal, weil ich weiß gar nicht genau, wieso, ob Kerstin Gier krank war oder ob irgendwie persönlich bei irgendwas schwierig war. Jetzt haben wir ihn endlich und ich bin so unendlich dankbar. Und ich weiß noch gar nicht genau, wann ich den lesen möchte, ehrlich gesagt. Eigentlich war es Verstehe der erste das. Impuls, direkt anzufangen. Ich habe mich dann aber noch ein bisschen zusammengerissen. Und ja, ihr werdet es auf jeden Fall in meinem Lesemonat erfahren. Ich bin sehr, sehr froh, dass es hier ist. Und wie gesagt, das Cover ist wirklich, wirklich schön. Finde ich eigentlich cool, dass das jetzt auf der Rache ist, weil ich habe es jetzt wirklich auch so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt. Dafür liebe ich halt diese Rache-Videos, weil das sehr, sehr viel Bock macht, einfach dann die Bücher nochmal wieder zu entdecken, die man wirklich vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Ja, dann hatte ich ja euch, das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her, war es im April, die Büchergilde vorgestellt. Ich verlinke euch mal das Video dazu und hatte euch parallel auch vorgestellt, dass ich die Weltenempfänger-Reihe abonniert habe. Okay, irgendein Weltenfänger-Empfängerbruch kommt noch. Habe ich wahrscheinlich nicht gelesen, gehe ich nicht von aus. Und dementsprechend immer die neuen Bücher davon direkt zugeschickt bekomme. Und es ist ein neues Buch in dieser Reihe erschienen. Und ja, es ist bei mir angekommen. Und zwar, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Maria José Ferrada mit Kramp und. Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Ist sehr, sehr dünn, aber also es bedeutet für mich jetzt einfach, dass ich mir einfach die Weltenempfängerreihe noch mal mehr irgendwie aufs Tableau bringen müsste. Das Cover ist so genial. Ich liebe sowieso die Aufmachung dieser Cover, die alle so in Wirklich schön, Street-Art-Stil ja. gestaltet sind und dann mit diesen knalligen Farben hinten und ja, diesen oben gefärbten Buchschnitt. Es ist recht dünn. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das Ganze spielt in Chile. Ich werde euch jetzt einfach mal den Klappentext vorlesen, weil es mir bei solchen Werken relativ schwer fällt, das zusammenzufassen. Ja, das ist wirklich so. Oh, mit meinen Haaren. Das stimmt in der Tat. Übrigens aus dem Spanischen übersetzt von Peter Coulson. Steht hier so groß hinten drauf, deswegen sage ich es einfach mal dazu. Mit Entschlusskraft und dem richtigen Anzug ist alles möglich. Selbst als Vertreter für Eisenbahn, Marke Kramp. In Chile Anfang der 1980er Jahre. Und weil Kinderaugen auch Schraubenhändlerherzen schmelzen lassen, nimmt der Vater kurzerhand seine siebenjährige Tochter auf Verkaufstour mit. Das Mädchen genießt seine Parallelerziehung auf der Straße und alles könnte für immer so weitergehen, wenn, ja, wenn diese Geschichte nicht zu Chiles schlimmsten Zeiten spielte. So aber findet dieses Vater-Tochter-Roadmovie à la Paper Moon ein jähes Ende. Und damit auch eine Kindheit, die doch so makellos glänzen sollte wie ein Fuchsschwanz der Marke Kramp. Oh, der Klappentext macht. Boah, das klingt richtig krass und gut, das Buch. Ey, da bin ich jetzt, habe ich richtig Bock, das zu lesen. Richtig neugierig, oder? Also, es erinnert mich so ein bisschen an den Film mit Will Smith, das Streben Voll, das Streben nach Glück habe ich direkt wieder gedacht. nach Glück, wo er auch ja, sich hocharbeitet und seinen Sohn irgendwie mit versorgen muss. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht viel über Chile. Jo, einfach Werbung in meinem Video. Und ich werde dafür nicht bezahlt. Einfach von YouTube monetarisiert, ey. Das ist ja frech. Das ist ja frech, ne? Kriege ich Werbung in meinem eigenen Video. Dieser Zeit. Deswegen liebe ich diese Reihe auch so, weil man da ganz, ganz viel Neues entdecken kann. Ich werde demnächst auch anfangen, die zu lesen. Ich habe noch keines dieser Bücher davon gelesen, aber Ja, gut. Da sprechen wir nicht drüber, ne? bin da total neugierig drauf. Das ist aber, sind aber auch, glaube ich, so Bücher, wo man wirklich ja, sich konzentrieren muss und wirklich der Fokus auf dem Buch dann liegen muss. Also da kann jetzt nicht nebenbei irgendwie Fernseher laufen oder so.
Ich werde, wie gesagt, demnächst anfangen, diese Reihe zu lesen. Und das ist jetzt der, ich weiß gar nicht, das 9. oder 10. Buch aus dieser Reihe. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen bei der Büchergilde. Die haben auch ganz, ganz viele andere tolle Werke, viele literarische Werke. Wo ich auch gerade dabei bin, mich ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, schaut auf jeden Fall vorbei, schaut auch gerne bei meinem Vorstellungsvideo vorbei. Ich verlinke euch die Büchergilde auch gerne nochmal unten in der Infobox, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Als Kontrastprogramm dazu quasi habe ich mir von Lauren Escher Dreamland Billionaires The Fine. Ah, Dreamland Billionaires The Fine Print von Lauren Escher ist gelesen. Print gekauft, was ja einen Riesenhype erlebt, in der Originalsprache schon einen Riesenhype erlebt hat. Ich meine, es ist England oder USA, wo die Autorin herkommt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat es da schon einen Riesenhype erlebt und gerade über TikTok einen Riesenhype. Da klebt da auch hier so ein Aufkleber drauf. Der TikTok-Hype. Nicht, dass ich da jetzt großen Wert drauf legen würde, aber was mich so sehr an dieser Geschichte interessiert hat, war einfach diese, ja, ich sag mal, Freizeitpark-Story, die dahinter steckt. Ich fand es tatsächlich nicht so gut wie erwartet, um das vielleicht nochmal kurz einzuwerfen. Also ich habe mir da echt ein bisschen mehr von versprochen. Band 2 und 3 habe ich dann auch tatsächlich nicht mehr gekauft bis jetzt. Und ich habe schon ganz oft jetzt auch das neue Buch der Autorin in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das habe ich aber dann auch immer nicht mitgenommen, eben mit dem, weil ich immer im Hinterkopf habe, das war nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Denn Rowan Kane und seine Brüder erben das Imperium ihres Großvaters, nämlich Dreamland. Das sind Freizeitparks, Produktionsfirmen und 5-Sterne-Hotels. Doch bevor sie dieses Erbe antreten können, muss jeder von ihnen irgendwie eine Aufgabe erfüllen. Alter, was ist da los? Ja, denn er soll für diesen Freizeitpark Dreamland eine neue Attraktion entwerfen. Und dabei trifft er auf Zara, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, Z-A-H-R-A, ich würde jetzt Zara aussprechen. Ja, die beiden treffen aufeinander und was dann passiert, wir wissen es, glaube ich, alle. Und trotzdem, ich habe dieser Freizeitpark-Aspekt total gecatcht, weil das nochmal wieder was Neues ist. Ja, also es catcht mich rein vom Inhalt auch immer noch, aber irgendwie, irgendwas hat mir gefehlt. Ist was anderes ist und ja, das fand ich irgendwie cool und deswegen hat mich diese Reihe auch so neugierig gemacht und dann stand es aus im Buchladen, als ich da in der Pause durchgestöbert habe. Dann habe ich das einfach mal mitgenommen. Ja, und bin sehr, sehr gespannt, was ich davon halten werde und ob ich auch einen Hype erleben werde. Dann habe ich mir noch einen historischen Roman gekauft, den ich auch auf YouTube gesehen hatte, wobei ich dann gesehen habe, dass es wohl nichts sein soll, was für Einsteiger so geeignet ist in dieses Genre. Und da ich jetzt noch nicht so viel historische Romane gelesen habe, werde ich vielleicht... Okay, was soll das denn sein? ...auch noch nicht sofort zu diesem Buch greifen. Aber es ist schon mal da und ich finde es auch sehr, sehr schön gestaltet, nämlich Aquintania. Ach! Das ist so ein klassischer Fall, von habe ich komplett vergessen. Aquintania, das Blut der Könige. Blut der Könige von Eva Garcia Sáenz. Komplett vergessen, dass ich das Buch hier rumstehen habe, muss ich echt sagen, ne? Muss ich echt sagen. Ich habe es richtig ausgesprochen. Ich hatte leider kein Spanisch in der Schule. Ja, das Ganze spielt im Jahr 1137. Viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen, weil ich auch den Klappentext... Also das ist ja, glaube ich, das, was gemeint war. Ne? Ich lese diesen Klappentext und ich kann es im Prinzip überhaupt nicht einordnen. Es spielt irgendwie zwischen Spanien und Frankreich. Wie gesagt, ich muss mich da einfach nochmal vorher mehr informieren. Es spielt, wie gesagt, im Jahr 1137. Das ist vermutlich auch der Grund, warum ich es komplett vergessen habe, weil ich einfach keinen Kopf dafür hatte, mich irgendwie näher damit zu beschäftigen. Ich habe wenig Ahnung davon, was da in der Welt los war, aber ich finde das Cover und die Gestaltung total schön. Ja, und ich werde einfach mal schauen, wann ich dazu greife. Ich habe das erstmal hier im Regal stehen, das habe ich auch sehr offensichtlich ein Jahr lang nicht spontan im Buchladen tatsächlich mitgenommen, weil ich wusste, dass ich das irgendwann mal gesehen habe und ja auch mehr mich ins Genre historische Romane so ein bisschen reinfuchsen wollte, sage ich mal. Und ja, deswegen durfte das einziehen. Wenn ihr mehr darüber wisst, beziehungsweise es vielleicht gelesen habt oder mir empfehlen könnt, was man vielleicht als Einsteiger in diese Richtung lesen kann, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ja, und zu guter Letzt sind noch zwei E-Books bei mir eingezogen. Zum einen True Crime, der Abgrund in... Okay, von Romy Hausmann. True Crime, der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht, habe ich gelesen. Dir, was den Menschen zum Mörder macht, von Romy Hausmann. Darüber hatte ich im letzten Video in meinem Lesemonat Mai schon gesprochen. Ich habe es mittlerweile auch schon gelesen. Meine Meinung dazu kommt dann im nächsten Lesemonat. Ja, das ist im Prinzip eine Sammlung von verschiedensten wahren Kriminal- bzw. Mordfällen, die Romy Hausmann hier recherchiert und aufarbeitet. Genau, unter anderem halt Fälle, die sie für ihre Bücher auch recherchiert hat. Fand ich ganz spannend. Ich interessiere mich mittlerweile auch sehr für True Crime. Finde es manchmal ein bisschen gruselig, was so wirklich auf der Welt alles abgeht.
Ja, finde es aber auch einfach spannend. Und dann habe ich mir noch von Rose Clay, was nebenan passiert ist, bestellt. Ah, was nebenan passiert ist von Rose Clay, ist noch ungelesen. Das ist ein E-Book. Jetzt habe ich natürlich gerade das Problem. Noch eine kleine Abschweif-Story an der Stelle. Mein Tolino ist hinüber. Ich hatte den Tolino Vision 6 jetzt auch, ich würde sagen, knapp 2, 3 Jahre und hatte den letztens mit, als ich unterwegs war. Dann hat er mir auf einmal während des Lesens ganz plötzlich irgendwie eine Fehlermeldung ausgespuckt. Die habe ich dann weggeklickt, konnte ganz normal weiterlesen, bis ich aufhören musste. Und als ich dann wieder lesen wollte, war nur noch irgendwie dieser Ladebalken zu sehen, also eingefroren. Ich dachte dann, okay, alles klar, ist bestimmt der Akku leer. Es war nicht der Akku leer, das ganze System ist irgendwie geschrottet. Ich habe dann alles ausprobiert, was das Internet ausgespuckt hat. Nichts hat funktioniert und Ende dieser Geschichte ist, dass wir, beziehungsweise mein Freund netterweise, jetzt diese Woche damit im Buchladen war, wo wir das Gerät damals gekauft haben, beziehungsweise er mir, weil ich es geschenkt bekommen habe von ihm. Und ja, ich nicht die Einzige bin, die diesen Fehler hatte, sondern jetzt schon mehrere Leute da waren und im Prinzip nichts zu machen ist. Das System komplett gecrashed ist, komplettes Gerät hinüber. Genau, ja. Fakt ist, ich habe jetzt gerade keinen Tolino. Die haben mir dann, also ich konnte, oder ne, es konnte dann ausgesucht werden, ob man irgendwie ein anderes Gerät mitnehmen möchte, zum Beispiel nochmal den Tolino Vision 6 jetzt mitnehmen oder ein anderes Modell oder ob man eben einen Gutschein bekommt. Und wir haben uns dann letztendlich, das hatte ich vorher mir schon überlegt, für den Gutschein entschieden, weil der Tolino Vision 6 sowieso, glaube ich, irgendwie aus dem Sortiment geht, beziehungsweise ich eigentlich dachte, er ist schon draußen, der neue Tolino Vision mit dem Farbdisplay. Es hatte die Buchhändlerin dann auch gesagt, dass der, also der ist noch nicht draußen, der kommt aber jetzt im Juli raus. Und ich habe mich dann dafür entschieden, quasi den Gutschein des Ladens zu nehmen, um mir dann dafür den neuen Tolino zu kaufen. Das ist nicht genau der gleiche Betrag. Ich muss ein bisschen was draufzahlen. Das finde ich aber okay. Genau, das heißt, aktuell könnte ich dieses E-Book jetzt noch nicht lesen. Ich meine aber, dass der neue Tolino jetzt demnächst rauskommt und dann kann ich es natürlich wieder lesen. Aber kleine Abschweif-Story an der Stelle. Buch ist übrigens noch nicht gelesen. Ein Thriller, den habe ich ja mal in irgendeinem Video gesehen und hatte dann gesehen, dass der für den Tolino nur ein paar Euros gekostet hat und habe mir das deswegen dann mitgenommen bzw. runtergeladen. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht wirklich sagen, worum es in dem Buch geht. In der Geschichte geht es um Friederike, die ihre, ja, die Tochter der Nachbarn ermordet auffindet und ja, sie gerät dann irgendwie so in den Fokus der Ermittlungen. Sie selber wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind und ja, das ist irgendwie alles nicht so einfach. Sie versucht dann selber herauszufinden, was mit der Nachbarstochter passiert ist. Klingt erstmal nach einem ganz klassischen Thriller. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Sie hat wohl auch schon was anderes veröffentlicht, das kenne ich noch nicht. Ich habe noch nichts von ihr gelesen bisher, bin aber ja, erstmal ganz gespannt darauf. Es halt, klingt für mich erstmal irgendwie nach einer klassischen Thriller-Geschichte. Die kann man immer gebrauchen. Gerade wenn man mal so Bock auf irgendwie einen Thriller hat, dann kann man, oder greife ich ganz gerne auch wirklich mal zu meinem E-Book-Reader. Gerade für unterwegs finde ich das immer ganz praktisch. Genau, das ist auch noch bei mir eingezogen. Ihr seht, im Vergleich zu sonst war das für 3 Monate jetzt wirklich nicht so viel, was eingezogen ist. Ich bin aber eigentlich auch ganz froh damit und ganz happy mit. Okay, das war's, Leute. Gut. 2 Videos. 1 Stunde haben wir jetzt hier Aufnahme. Da schneide ich aber natürlich noch ein bisschen was raus. Und ich würde sagen, wir gehen zurück vors Bücherregal und wir schauen mal, ja, uns quasi das Fazit dieses Videos an. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder zurück und ich bin umgeben von Büchern, denn gerade der April war ziemlich wild. Wir schauen uns jetzt einfach nochmal an, was genau ja, jetzt bei der Rache zugeschlagen hat und welche Bücher da so bei rumgekommen sind. Und das erste ist direkt ja eine Herausforderung, nämlich dieses Buchlein hier aus dem CH Beck Verlag. Ich weiß gar nicht, für wie viel Geld ich das damals gekauft habe. Das sind auf jeden Fall Johann Wolfgang von Goethe Werke, Kommentare und Register, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Band 6, Romane und Novellen.
Genau, das hatte ich mir, ich habe es da schon erzählt. Ich habe letztes Jahr noch begonnen, an der Fernuni Kulturwissenschaften zu studieren. Dafür hatte ich mir das ein oder andere Werk von der Literaturliste für das Modul damals gekauft. Ich studiere das mittlerweile nicht mehr, weil es nicht so dem entsprochen hat, was ich mir vorgestellt habe. Oder ja, es ist einfach nicht so das Ding für mich war, sag ich mal. Aber ich hatte mir die Bücher damals alle auf die Subliste geschrieben, die ich da, beziehungsweise als ich meinen Sub komplett eingecheckt habe, habe ich die da mit reingenommen. Dementsprechend tauchen die jetzt hier in der Rache auf. Ich bin gespannt. Also auf der einen Seite freue ich mich, auch solche Werke jetzt einfach mal zu lesen. Auf der anderen Seite habe ich unfassbaren Respekt davor. Ich bin da aber trotzdem sehr gespannt und wir schauen einfach mal, wie ich damit so klarkomme. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich das innerhalb von 3 Monaten alles schaffe. Aber das sehen wir dann im Resümee. Wir schauen einfach mal, wie es so läuft. Das ist auf jeden Fall das erste Buch der Rache. Genauso ist aufgetaucht von Christian Morgenstern alle Gaglieder in dieser Reclam-Ausgabe aus dem Reclam-Verlag. Das bekommt man für 6 € und das sind tatsächlich ja, Galgenlieder, also sprich Gedichte, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ich bin da wirklich nicht so im Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das relativ zügig durchgelesen hat. Dann habe ich hier von FG Klopstock Oden, ebenfalls in dieser Reclam-Ausgabe für 4,60 € bekommt man das. Und auch das sind relativ kurze Texte, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man das relativ schnell durchgelesen bekommt. Dann habe ich hier auch noch Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, Werke, Kommentare und Register, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Band 1, Epen und Gedichte. Ne, Gedichte und Epen 1, ebenfalls aus dem CH Beck Verlag, ist im Prinzip ein Band auch aus dieser Reihe mit verschiedensten Texten drin. Ja, tatsächlich große Kopfschmerzen bereitet mir jetzt schon Franz Kafka, die Erzählungen, Originalfassung hier aus dem Fischer Verlag. Das bekommt man für 13 €, weil Leute, es ist so dick. Ich weiß gar nicht, was. Weiß gar nicht, was da alles so drin ist. Verschiedenste Texte, wie es aussieht. Herausgegeben von Roger Hermes. Erzählungen und andere ausgewählte Prosa. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Von Franz Kafka noch nie irgendwas gelesen. Das wird auf jeden Fall auch eine Herausforderung, der ich mich natürlich stellen möchte. Dann habe ich hier ebenfalls als Reklamheftchen Hugo von Hofmannsthal Gedichte auf der Rache gehabt. Das bekommt man für 3 €. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ist relativ dünn auch, dass man das schnell durchgelesen bekommt. Ja, dann haben wir hier noch in dieser Schuber-Ausgabe aus dem Hansa Verlag Friedrich Schiller sämtliche Werke Band 1. Das wird auf jeden Fall auch hart. Fühlt sich auch an wie Bibelpapier. Bin ich sehr, sehr skeptisch, aber ich probiere es. Also, dafür ist die Rache ja auch da, Dinge nochmal wieder aufs Tableau zu bekommen, Dinge auch vielleicht auszuprobieren. Und ja, die Bücher, ich habe sie halt mal gekauft. Dementsprechend, warum soll ich nicht auch einfach mal versuchen, sie zu lesen, ne? Von Erich Kästner, sachliche Romanzen, Gedichte über die Liebe und andere unvermeidliche Dinge aus dem Atrium Verlag. Oh, steht kein Preis mehr drauf. Ist auch relativ dünn, könnte ich mir auch vorstellen, dass man das ziemlich schnell durchgelesen bekommt. Dann habe ich hier noch von G.E. Lessing Emilia Galotti als Reklamausgabe. Für 3 € bekommt man das. Ist im Prinzip das Trauerspiel, ne? Emilia Galotti, ich denke, das kennt, also kennt wirklich viele Leute, gehe ich von aus. Finde ich eigentlich ganz cool, das mal zu lesen. Und dann habe ich hier noch Arthur Schnitzlers Reigen, ebenfalls aus dem Reclam-Verlag, bekommt man für 4 €. Ja, machen wir weiter mit den Büchergilde-Büchern aus der Weltenempfängerreihe. Da sind jetzt auch einige hier auf der Rache des Sub. Und zwar haben wir hier zum einen von Dorothee C. Mann im Anzug mit Ballerina. Ja, das ist ein Roman aus Hongkong. Es dreht sich um einen Professor, der eines Tages eine alte Telefonnummer wählt, die es eigentlich gar nicht mehr geben kann. Sein Leben nimmt dann eine völlig neue Wendung. Die starre Ehe mit Maria, der frustrierende Universitätsalltag treten in den Hintergrund, während sich der Professor nun endlich ganz seiner Liebe zu Alice hingeben kann, einer Spieldosenballerina.
doch auf den Straßen und hinter den glitzernden Hochhausfassaden seiner Heimatstadt rumort es und dem Professor drohen seine Träume zu entgleiten. Das klingt ziemlich verrückt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich bin sehr gespannt. Ebenfalls auf der Rache haben wir nun von Angel San Ciesteban, Stadt aus Sand, ebenfalls aus der Büchergilde-Ausgabe. Hier steht hinten drauf, das Leben als Drahtseilakt. Ein falsches Wort gegenüber den Kollegen, das Klavier aus vorrevolutionärer Zeit als Verweis auf die bürgerliche Gesinnung, der Finger in der Nase auf dem Foto mit dem Kommandante, ein Schulfreund aus Kindertagen in merkwürdiger Begleitung, alles kann das Missfallen des Regimes erregen. Aber wer sich anpasst, hat noch lange nichts gewonnen. Auch das eine Erkenntnis aus diesen meisterhaften Stories einer der wichtigsten Autoren aus Kuba, die hier weltweit zum ersten Mal veröffentlicht werden. Okay, sind das Kurzgeschichten vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Es klingt nach ziemlich hartem Tobak. Ich bin sehr, sehr gespannt auch hier drauf. Dann haben wir ebenfalls auf der Rache von Tsitsi Tangaremba Aufbrechen, ebenfalls aus der Büchergilde. Und hier spielt das Ganze in Rhodesien in den 60er Jahren. Wir treffen hier auf Tambu. Als ihr älterer Bruder plötzlich stirbt, darf sie auf Geheiß ihres reichen Onkels an seiner Stelle auf die Missionsschule gehen. Und endlich hat sie halt die Chance auf Bildung, doch die Konflikte bleiben nicht aus. Da sind der bewundernde Onkel, der als Wohltäter der Großfamilie alles dominiert, und die geliebte Cousine, die aus England eine eigene Welt sich mitgebracht hat. Tambus Kampf um Selbstbestimmung hat gerade erst begonnen. Ich weiß, dass diese, also nicht Büchergilde-Ausgabe, die Verlagsausgabe, davon habe ich auch schon öfter gesehen. Das ist wohl auch ein Buch, was sehr, sehr wichtig natürlich ist und was ja wirklich toll geschrieben sein soll. Das heißt, da freue ich mich auch wirklich sehr, sehr drauf. Dann haben wir noch von Damon Galgut das Versprechen. 1986 auf einer Farm unweit von Pretoria. Die Swords verabschieden sich von ihrer Matriarchin Rachel. Auf dem Sterbebett hat Rachel ihrem Mann ein Versprechen abgenommen, dem schwarzen Hausmädchen Salome das Haus zu schenken, in dem diese seit Jahren lebt. Doch so recht will sich niemand an dieses Versprechen erinnern. Nur Amor, die jüngste der drei so unterschiedlichen Kinder, soll es über die nächsten drei bewegten Jahrzehnte nicht vergessen. Klingt auch richtig, richtig toll. Habe ich total viel Lust drauf. Ja, das nächste Buch ist auch gleichzeitig auf meiner Liste 24 für 2024. Deswegen ist es ganz gut, dass es jetzt noch auf einer zusätzlichen Liste auftaucht. Frank Martinus Arion, Doppeltes Spiel. Unter einem Tamarindenbaum spielen vier Männer Domino, wie jeden Sonntag. Während die heiße Sonne Curaçaos allmählich ihren Zenit überschreitet, entwickelt sich das Spiel zu einem Kampf auf Leben und Tod. Denn die Männer haben nicht nur ihre Steine mit an den Dominotisch gebracht, sondern auch ihre politischen Überzeugungen, ihre Eifersüchteleien und ihre unterschiedlichen Erfahrungen als Schwarze in einer vom Kolonialismus geprägten Gesellschaft. Und da sind auch noch die konfliktreichen Beziehungen zu ihren Frauen, den eigentlichen Heldinnen der Geschichte. Wow, das klingt richtig toll. Habe ich auch richtig viel Lust drauf. Also diese Bücher sind wirklich alle was Besonderes. Und dann haben wir hier noch von Abdulrazak Gurnah Nachtleben. Der hat den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Ah, okay. Cool. Ich wusste das irgendwie, habe es aber tatsächlich schon wieder vergessen. Ostafrika, Anfang des 20. Jahrhunderts. Zwei junge Männer, Ilias und Hamza, lassen sich aus unterschiedlichen Gründen als sogenannte Askari anwerben. Sie dienen der Kolonialarmee der Deutschen, kämpfen für eine fremde Macht in einem fremden Krieg. Während Hamza verwundet am Körper und Seele vom Schlachtfeld zurückkehrt und eine Familie gründet, verliert sich Ilias Spur. Doch seine Schwester gibt die Suche nach ihm nicht auf. Das klingt auch wirklich nach hartem Tobak. Bin ich sehr gespannt, wie ich das so verkrafte, wie das so klappt alles. Genau, das waren die Büchergilde-Bücher. Also es ist echt wahnsinnig viel, was hier jetzt steht. Da muss ich echt gucken, wie ich es machen möchte. Als nächstes haben wir hier Altes Land von Dörte Hansen aus dem Penguin Verlag. Das bekommt man für 12 Euro. In dieser Geschichte geht es um Vera Eckhoff. Sie wohnt seit mehr als 60 Jahren im alten Land, ein Flüchtlingskind aus Ostpreußen, das niemals richtig angekommen ist. Ihr Leben lang hat sie sich fremd gefühlt im Dorf, bis eines Tages wieder zwei Flüchtlinge vor der Tür stehen. Veras Nichte Anne mit ihrem kleinen Sohn Leon. Anne ist aus dem nahen Hamburg-Ottensen geflohen, wo ehrgeizige Vollwerteltern ihre Kinder wie Preispokale durch die Straßen tragen und wo ihr Mann eine andere liebt.
Klingt richtig gut. Ich hatte total vergessen, worum es geht, aber es klingt nach einer richtig schönen Geschichte. Irgendwie, da freue ich mich auch wirklich sehr, sehr doll drauf. Dann haben wir hier Tessa Bailey, It Happened One Summer aus dem KISS Verlag. Hier geht es um Piper. Sie ist totales Hollywood-It-Girl, kommt aber irgendwie ins Gefängnis, und ihr Stiefvater hat echt keine Lust mehr. Ihm reißt der Geduldsfaden und er dreht ihr den Geldhahn ab und schickt sie in den kleinen Küstenort Westport, wo ihr leiblicher Vater aufgewachsen ist. Und sie soll sich da um die heruntergekommene Bar der Familie kümmern. Und als sie da ankommt, trifft sie auf den Fischer Brandon. Der ist der Meinung, sie hält da sowieso keinen Tag durch. Doch Piper hat es irgendwann auch satt, von allen irgendwie nur für dumm gehalten zu werden. Und ja, sie will es dann allen beweisen und vor allem eben Brandon. Ich liebe ja den KISS Verlag und ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem noch eine andere Reihe von der Autorin gekauft, also beziehungsweise den ersten Teil. Freue ich mich also auch. KISS Verlag ist immer eine gute Sache. Die Bücher mag ich sehr, freue ich mich drauf. Oyin Khan, Braithwaite, meine Schwester, die Serienmörderin aus dem ATB Verlag, bekommt man für 10 Euro. In dieser Geschichte geht es um zwei Schwestern und eine von den beiden bringt irgendwie regelmäßig ihre Männer um und die andere räumt irgendwie hinterher auf. Ja, und dann ist so die Frage, wie weit würde die eine Schwester für die andere gehen? Klingt spannend, ist nicht so dick, könnte ich mir also auch vorstellen, dass man das relativ schnell durchgelesen hat. Ist ein Roman, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, irgendwie ist ein Krimi oder ein Thriller. Ja, auch da freue ich mich drauf. Überredung von Jane Austen ist ebenfalls auf der Rache. Ich habe hier die Reklam-Ausgabe, die hat 9 Euro gekostet und wir treffen hier auf Anne Elliot. Sie hat sich von ihrem Vater dazu überreden lassen, den Heiratsantrag von Frederick Wentworth zurückzuweisen, weil er für die Familie eben nicht standesgemäß erschien. Anne hat seitdem freudlos auf dem Herrensitz ihres Vaters gelebt, während Frederick Wentworth eben wohlhabend und ein Marineoffizier geworden ist. Eines Tages begegnen sich die beiden wieder und es beginnt eine zaghafte Annäherung, die jedoch nicht ohne Missverständnisse und Eifersucht einhergeht. Ja, Jane Austen und ich habe noch nie was von ihr gelesen. Ich bin da aber sehr, sehr gespannt drauf, weil es echt total toll klingt. Ja, da freue ich mich irgendwie auch ein bisschen, dass das jetzt hier mit aufgetaucht ist. Dann habe ich hier mit auf der Rache die Reihe rund um Helden des Olymp von Rick Riordan. Die sind alle im Carlsen Verlag erschienen und die kosten alle irgendwie so um die 12 €. Den ersten Band habe ich schon gelesen und der Rest der Reihe ist jetzt eben auf der Rache aufgetaucht. Bin ich aber ganz froh, weil ich wollte die sowieso unbedingt mal weiterlesen. Es ist im Prinzip so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein Spin-off zu Percy Jackson. Also man sollte Percy Jackson auf jeden Fall vorher gelesen haben. Und im ersten Band, ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären, ohne zu spoilern auf Percy Jackson. Auf jeden Fall gibt es hier noch mehr Halbgötter, die irgendwie zusammentreffen und dann ins Camp Half-Blood kommen, wo eben auch der erste Band, oder die erste Reihe, also die Percy Jackson-Reihe, schon spielt. Und wir haben im ersten Teil einen Jungen, der sein Gedächtnis verloren hat und Percy Jackson ist verschwunden und eine Reihe junger Halbgötter macht sich eben auf den Weg, um ihn wiederzufinden. Das ist eine total tolle Reihe. Es geht um griechische Götter, griechische Mythologie. Es macht total viel Spaß. Die sind witzig, aber auch spannend. Ist eine ganz, ganz tolle Jugendbuchreihe. Ich kann die sehr empfehlen. Also Percy Jackson jetzt in erster Linie, die hier muss ich ja jetzt noch lesen. Ich freue mich aber sehr, sehr doll, dass die jetzt hier mit drauf sind, weil ich, wie gesagt, die wollte ich sowieso unbedingt zu Ende lesen. Und dann haben wir noch Stephen King, In einer kleinen Stadt, Needful Things aus dem Heine Verlag. Das kostet 13 € und es geht um Leland Gaunt. Er ist ein mysteriöser Fremder und eröffnet in Castle Rock einen Laden mit dem Namen Needful Things, in dem jeder das bekommen kann, wovon er schon lange träumt. Doch alles hat seinen Preis und Gorn bestimmt ihn, denn er kennt die verbotenen Sehnsüchte und Schwächen jedes Einzelnen. Der Albtraum beginnt. Also es klingt total cool. Wie gesagt, Stephen King ist manchmal so ein bisschen schwierig für mich. Boah, und das, Leute, es ist so klein geschrieben. Guckt euch das mal an und es ist so dick. Es ist aber wirklich, also auch wenn so,
Videos, ich schon mal Videos sehe mit so die Top-Bücher von Stephen King, da ist er sehr, sehr oft mit dabei. Deswegen, ich freue mich darauf. Ich überlege, ob ich vielleicht das Hörbuch dazu höre. Das könnte es mir ein bisschen einfacher machen. Das war bei Der Anschlag auf jeden Fall damals so. Da hat mir das Hörbuch nochmal sehr, sehr viel weitergeholfen, um da gut durchzukommen. Deswegen überlege ich das hier auch. Ja, ein Stephen King auf der Rache. Was soll ich sagen? Ja, dann hat es auf die Rache geschafft. Die komplette Reihe rund um Throne of Glass von Sarah J. Maas. Band 1 hatte ich schon. Ich habe den jetzt hier trotzdem mit rausgelegt, weil ich werde den natürlich trotzdem lesen, weil ich ihn auch noch nicht kenne. Und dann haben wir hier noch Throne of Glass, Kriegerin im Schatten von Sarah J. Maas, Band 2. Der kostet im DTV-Verlag 10,95 €. Dann haben wir hier Band 3, Erbin des Feuers. Der kostet 12,95 €. Dann haben wir hier Band 4, Königin der Finsternis. Der kostet 14 €. Ich weiß nicht, wann man diesen Zwischenband lesen soll. Die Novelle 1 bis 5, Selenas Geschichten. Den habe ich jetzt einfach mal hier irgendwo in der Mitte. Der kostet 9,95 €. Band 5, die Sturmbezwingerin, kostet 14 €. Band 6 kostet 15 €, der verwundete Krieger. Und der 7. und letzte Band, Herrscherin über Asche und Zorn, der kostet 17 €. Der ist allerdings aber auch... Guck mal, der hat schon eine Leserille, obwohl ich den neu gekauft habe, bevor ich den überhaupt gelesen habe. Genau, und das hier ist eben Band 1, der wandert jetzt auch mit auf die Reihe, weil ich den natürlich zuerst lesen muss. Throne of Glass, die Erwählte von Sarah J. Maas, kostet im DTV-Verlag 10,95 € und dreht sich rund um Selena. Sie ist zum Tode verurteilt, doch dann erhält sie noch eine letzte Chance. Kronprinz Dorian hat sie dazu auserkoren, in einem tödlichen Wettkampf für ihn zu kämpfen. Gewinnt sie, erhält sie ihre Freizeit zurück, verliert sie, bezahlt sie mit ihrem Leben. Und ich habe das jetzt schon so, so oft gesehen, dass die Leute gesagt haben, Anfang schwierig, erster Band und so. Und dass es dann aber so episch werden soll. Deswegen eigentlich insgeheim bin ich froh, auch wenn es jetzt super viele Bücher sind, dass auch diese Reihe dabei ist. Wie gesagt, Band 1 hatte ich schon, der wandert jetzt trotzdem mit, weil sonst kann ich die Reihe halt nicht lesen. Genau, und... Ja, ich freue mich. Eigentlich freue ich mich, weil dann habe ich alle meine Sarah J. Maas Bücher dann auch gelesen und kann dann immer nur, wenn was Neues kommt, das direkt kaufen und lesen. Ist eigentlich auch ganz cool. Dann ist auf der Rache aufgetaucht die Reihe rund um Magnus Chase von Rick Riordan, Band 2, 3 und 4. Band 1 hatte ich schon, den müsste ich mir jetzt noch holen, weil den brauche ich ja auch auf der Rache. Genau, wir haben hier einmal Band 2. Magnus Chase, der Hammer des Thor von Rick Riordan aus dem Carlsen Verlag, bekommt man in der Hardcover-Ausgabe für 19,99 €. Dann haben wir hier Band 3, das Schiff der Toten, ebenfalls aus dem Carlsen Verlag von Rick Riordan, ebenfalls für 19,99 € im Hardcover. Und dann haben wir hier noch Band 4, beziehungsweise ich weiß nicht, ob so ein Zwischenband auch wieder ist. Magnus Chase, Geschichten aus den neuen Welten aus dem Carlsen Verlag. Und das kostet 12,99 €. Und nicht auf der Rache, aber wird jetzt mitgelesen, natürlich. Band 1, Magnus Chase, das Schwert des Sommers von Rick Riordan, ebenfalls aus dem Carlsen Verlag. Das kostet auch 19,99 € und handelt von Magnus. Der erfährt, dass er von einem nordischen Gott, nämlich Asgard, abstammen soll. Doch er ist auch eigentlich nur ein ganz normaler Junge, der obdachlos ist und sich auf der Straße durchschlägt. Doch es stimmt wirklich und in der Götterwelt droht Krieg. Trolle, Riesen und andere Monster machen sich breit. Ausgerechnet Magnus soll den Weltuntergang Ragnarök verhindern. Doch dafür muss er ein magisches Schwert finden, das seit 1000 Jahren verschollen ist. Er hat noch keine Ahnung, was für ein Abenteuer auf ihn wartet. Klingt mega. Klingt richtig, richtig cool. Gerade dieses Thema nordische Götter. Finde ich ja auch total spannend. Habe ich noch nicht so viel Berührungspunkte mit gehabt. Habe auch Vikings noch nicht gesehen, die Serie. Aber ich freue mich total, dass das jetzt hier drauf ist. Es sind 3,5, 4 Bände. Sollte auf jeden Fall auch irgendwie machbar sein. Ich freue mich total. Ich liebe die Bücher von Rick Riordan sowieso. Und jetzt kann ich die einfach mal alle lesen, die es so gibt. Es gibt jetzt auch noch einen neuen Percy Jackson Band, der rausgekommen ist. Und irgendwie noch was Neues von ihm. Also
Ich habe total Lust auf die Geschichten von Rick Riordan. Dazu ganz passend ist nämlich noch eine Reihe von ihm auf der Rache gelandet, nämlich die Reihe rund um die Abenteuer des Apollo. Das sind Band 2 bis 4, auch Band 1 hatte ich hier schon. Den zeige ich euch dann gleich nochmal, weil ich natürlich auch den mit auf die Rache jetzt nehme, um die Reihe zu lesen. Ich habe hier aber erstmal von Rick Riordan, die Abenteuer des Apollo, der Turm des Nero. Die Kosten habe ich alle auch 19,99 €, ich sage es jetzt nicht immer dazu. Das ist auch irgendwie, spielt es eine Rolle auch mit Percy Jackson, ich weiß noch nicht genau wie, wie man das dann lesen soll. Das ist auf jeden Fall, hier stehen auch keine Bände drauf, das ist super schade. Das hier ist Band 5, also der letzte. Okay. Dann haben wir hier die Abenteuer des Apollo, das brennende Labyrinth. Das ist Band 3. Dann haben wir die dunkle Prophezeiung. Das ist Band 2. Okay. Mhm. Und dann haben wir hier noch die Gruft des Tyrannen. Das müsste dann Band 4 sein. Genau. So sind sie jetzt in der richtigen Reihenfolge. Band 2, 3, 4 und 5. Und hier haben wir Band 1, den ich jetzt mit dazu genommen habe. Das verborgene Orakel. Der Gott Apollo fällt vom Himmel, direkt in ein paar Mülltonnen. Er ist bei Zeus in Ungnade gefallen und wurde zur Strafe seiner Unsterblichkeit beraubt. Er wird dann noch überfallen, doch zum Glück springt ihm Meg zur Seite. Frech, kampflustig, höchstens 12 und zwar für 2 eine Halbgöttin. Mit Hilfe eines gewissen Percy Jackson machen sich die beiden auf nach Camp Half-Blood, doch dort lauern weitere Gefahren. Und noch dazu funktioniert das Orakel von Delphi nicht mehr, denn es ist immer noch von Apollos altem Feind Python besetzt. Klingt richtig toll. Also Percy Jackson kommt hier drin vor. Das heißt, man sollte Percy Jackson und wahrscheinlich auch Helden des Olymp erst gelesen haben, denke ich. Das klingt super witzig und toll. Ich freue mich total. Ich liebe die Bücher von Rick Riordan. Die machen mir total Spaß. Ich freue mich total, dass die alle jetzt irgendwann gelesen werden. Okay, ich glaube, das waren die April-Bücher. Jetzt kommen noch kurz die Mai-Bücher oder Mai- bis Juli-Bücher. So, und da haben wir zum einen Zerbrich uns nicht von Laura Kneil. Ich hatte in dem Neuzugängen-Video 2 Bücher gezeigt. Ich habe aber gesehen, dass das eine Buch dann jetzt doppelt in meinen Neuzugängen auftaucht, weil das hatte ich im März mir schon auf die Rache des Sub gelegt. Deswegen zeige ich jetzt einfach nur nochmal dieses hier, und zwar Zerbrich uns nicht von Laura Kneidel aus dem Lux Verlag. Das bekommt man für 14 €. Und das ist quasi nochmal ein Spin-off zu Berühre mich nicht und Verliere mich nicht. Und hier geht es um April und Gavin. Die lernen wir auch schon kennen und wir lesen jetzt in Band 3 und 4 quasi nochmal deren Liebesgeschichte. Ich fand Band 1 und 2 damals ganz okay, konnte den Hype darum nicht so 100% verstehen und bin jetzt gespannt, wie mir Band 3 und 4 gefallen. Es gibt jetzt auch noch einen 5. Teil, den habe ich aber noch nicht, also mal gucken, ob ich mir den dann noch kaufe. Dieses hier hatte ich mir aber eh schon mit auf die Rache für den März genommen, weil ich da eben den dritten Band mit drauf hatte und habe mir dann komplett den 4. noch auch mit drauf genommen. Deswegen, das war sowieso schon auf der Rache. Dann habe ich hier von Kerstin Gier, vergiss mal nicht, was bisher verloren war, aus dem Fischer Verlag. Das bekommt man für 22 €, ist ein 2. Band. Im ersten Band geht es um, boah, ich weiß echt nicht mehr so viel, ne? Quinn und Mathilda, die sich eigentlich irgendwie nicht leiden können, dann aber doch irgendwie zusammenfinden und ja, irgendwie Abenteuer erleben. Ich überlege tatsächlich, ob ich Band 1 nochmal kurz irgendwie rereade oder mir zumindest nochmal durchlese, was da genau passiert ist, weil Band 2 schließt jetzt nahtlos daran an und da müsste ich einfach nochmal so ein bisschen Grundwissen, glaube ich, haben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Band 3 kommt ja dann noch irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann, ob da schon klar ist, wann der erscheinen soll. Ich liebe Kerstin Gier, ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe den ersten Band. Und jetzt freue ich mich sehr auf Band 2. Dann ist hier noch ein Büchergildebuch mit auf der Rache, nämlich Maria José Ferrada Kramp. Das bekommt man für 20 € und das Ganze spielt in Chile. Und zwar geht es hier um einen Vater, der
gemeinsam mit seiner Tochter quasi auf der Straße Schrauben und so ein Kram verkauft. Seine 7-jährige Tochter nimmt er auf die Verkaufstour mit. Aber in Chile ist die Situation wohl auch nicht ganz so einfach. Ich bin gespannt. Es ist sehr, sehr dünn. Also ich denke, man wird da relativ schnell durch sein. Aber da ist natürlich auch noch eine ganze Reihe anderer Bücher aus der Reihe, die gelesen werden wollen. Trotzdem, also ich denke, ich werde sie dann auch alle hoffentlich zeitnah hintereinander weglesen bis zu dem Zeitpunkt, also bis zu dem Buch, was ich jetzt gerade habe. Es ist jetzt auch gerade im Mai noch ein neuer Band bei mir angekommen. Dementsprechend gucke ich mal, wie weit ich dann damit komme mit der gesamten Reihe. Aquintania, das Blut der Könige von Eva Garcia Sáenz. Aus dem Fischer Verlag, kostet 25 Euro. Okay, wow. Das ist ein historischer Roman und spielt im Jahr 1137. Der Herzog von Aquitanien wird tot aufgefunden und seine Tochter Eleonore hält König Louis XIV. Von Frankreich für den Mörder. Sie beschließt, Rache zu nehmen und heiratet dessen Sohn. Das ist gar nicht Louis XIV., das ist Louis der XI. I'm sorry, ich hab's nicht so mit römischen Zahlen. Doch während der Hochzeitsfeierlichkeiten kommt der König unter den gleichen Umständen ums Leben wie Eleonores Vater. Okay, krass. Hat jemand ein Interesse daran, das unerfahrene Paar auf dem Thron zu sehen? Eleonore und ihr neu vermählter Gatte versuchen herauszufinden, mit Hilfe ihrer Spione der legendären aquitanischen Katzen. Klingt tatsächlich spannend, habe ich gar nicht so erwartet, mit so vielen Mordfällen und so. Das klingt ziemlich cool. Da bin ich sehr neugierig drauf, ist auch nicht so super dick. Cool, das hatte ich total vergessen, das Buch, aber ich freue mich sehr drauf. Und zu guter Letzt haben wir noch ein E-Book, und zwar Was nebenan passiert ist von Rose Clay. Wir haben hier unsere Protagonistin Friederike. Sie macht eine schreckliche Entdeckung. Sie findet die kleine Nachbarstochter ermordet in deren Kinderzimmer, daneben der schwer verletzte Vater. Doch wo ist die ältere Tochter und wo ist die Mutter? Für Friederike, die sich selbst nichts sehnlicher wünscht als ein Kind, beginnt ein Spießrutenlauf, denn sie gerät nicht nur ins Visier der Ermittlungen, auch die Medien stützen sich auf den Fall und auf sie. Friederike muss herausfinden, was nebenan passiert ist, aber je mehr sie erfährt, desto mehr fragt sie sich, wem sie noch vertrauen kann. Wow, das klingt richtig toll und cool, auch ein klassischer Thriller. Klingt so, als würde er in Deutschland spielen, ich bin gespannt. Das hatte ich mir irgendwann mal im E-Book-Deal gekauft und es ist auf der Rache, ist auf jeden Fall dann auch ein E-Book, was vom Sub runterwandert, freue ich mich sehr, wenn ich dann wieder ein Tolino habe, hoffentlich bald. Leute, das war das letzte Buch von der Rache April bis Juli. Das ist richtig, richtig viel, was hier jetzt auf dem Tableau ist. Ich werde das niemals im Leben schaffen, das alles in 3 Monaten zu lesen. Das ist mir persönlich vollkommen klar. Nichtsdestotrotz finde ich es einfach gut, dass die Bücher dann jetzt mal wieder so im Gedächtnis sind, dass ich auch quasi meine Lesenlisten für die nächsten Monate schon habe. Ich denke, ich werde dann auch keine One-to-Reads mehr zusammenstellen, sondern einfach Rachebücher lesen. Ich werde dann auch noch mal irgendwann demnächst ein Rache-Resümee machen. Ich werde das diesen Monat schon einmal drehen für Januar bis Juni. Mal gucken, wann ich dann das nächste drehe. Vielleicht erst gegen Ende des Jahres, aber da sehen wir dann nochmal, was alles dann letztendlich von der Rache gelesen wurde und was nicht. Und ich habe mir ja vorgenommen, für jedes nicht gelesene Rachebuch innerhalb der 3 Monate schmeiße ich 1 Euro ins Sparschwein und das Geld wird am Ende des Jahres gespendet. Deswegen, also hier wird mit Sicherheit was übrig bleiben, das kann gar nicht an sich, ich schaff's bestimmt nicht hier, keine Ahnung, wie viele Bücher das jetzt sind, in so einer kurzen Zeit zu lesen. Vielleicht doch, wir werden es sehen. Schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr für Gedanken zu dem Video habt. Hat euch das gefallen? War euch das jetzt zu viel des Guten? Kennt ihr die Bücher? Habt ihr eine Meinung dazu? Habt ihr irgendwelche Tipps? Keine Ahnung, alles, was ihr denkt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Auch freuen würde ich mich, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch denn gefallen hat und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss und bis dann.